Der erste Teil des Science-Fiction-Hörspiels Der Kiplinger-Report steht auf dem Programm. Walter Adler, Autor und Regisseur in einer Person, hat diese Geschichte um eine fehlgeschlagene Weltraumexpedition in Kunstkopfstereophonie produziert. Das heißt, einen optimalen Empfang dieses akustischen Raumeindruckes erreichen Sie zu Hause dann, wenn Sie die Sendung über Stereokopfhörer hören. Selbstverständlich für alle, die ihn nicht zur Hand haben, geht's auch ohne. Sie empfangen dann das Hörspiel über die Lautsprecher in normaler Stereoqualität. Unternehmen Aldebaran 2 heißt diese erste Folge im Untertitel. Den zweiten, abschließenden Teil hören Sie natürlich. Ich wünsche Ihnen gute und spannende Unterhaltung. Die Forderung, die Illusion über den eigenen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Kanal 3.3 mit den Meldungen vom Tage. 24. Mai 2156. Wie uns aus gut unterrichteten Kreisen der Hauptstadt mitgeteilt wurde, hat sich heute Morgen eine Kommission gebildet, um die Hintergründe und Ursachen des geheimnisvollen Zwischenfalls zu untersuchen, der sich vor 4 Monaten in der Nähe der zum Markop-Konzern gehörenden Asteroidenraumstation Aldebaran 2 ereignete und bei dem alle Mitglieder der Magellan-7-Expedition den Tod fanden. Darunter so verdiente Wissenschaftler wie Professor Jeremia Bilal und Frau Dr. Maya Manara. Unter Leitung von Senator Peter Maria Kiplinger wird diese Kommission der Öffentlichkeit einen umfassenden Report vorlegen, damit, wie unser Präsident vor wenigen Tagen betonte, den Spekulationen und gezielten Indiskretionen der Boden entzogen wird. Und darüber kann es noch gar keinen Zweifel geben. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wie es zu dieser schrecklichen Katastrophe kommen konnte. Wir werden das ganze Gewicht unserer präsidialen Verantwortung einsetzen, dass, sollte es einen oder mehrere Schuldige geben, diese zur Verantwortung gezogen werden, ohne Rücksicht auf Amt und Person. Anwesend sind Senator Abraham El Maredi, General Julius Hitaik, Professor Robert Godel, Dr. Skiplaurian, Ihre Eminenz Johanna Antonia und als Leiter und Koordinator Senator Peter Maria Kiplinger. Im Namen und Auftrag des Präsidenten begrüße ich Sie alle auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass Sie sich wieder einmal für diese schwere und verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Leider musste Senator Rasmussen diesmal aus gesundheitlichen Gründen absagen. An seiner Stelle begrüße ich in unserer... Naja, ich möchte scherzhaft sagen, kampferprobten Veteranenrunde Professor Robert Godel, der sich ohne Zögern bereit erklärt hat, Senator Rasmussen zu vertreten. Verlieren wir also keine Zeit, fangen wir an. Vorwort des Präsidenten. Schon in den ersten Tagen nach dem 5. Oktober des letzten Jahres haben wir sämtliche Medien- und Kommunikationsdistributoren um Zurückhaltung bei der Berichterstattung gebeten. Gleichzeitig jedoch... Also unmittelbar seit Eintreffen der rätselhaften Botschaften von der Raumstation Aldebaran 2 wurde intern eine umfassende und rückhaltlose Dokumentation aller von Seiten der Regierung getroffenen Maßnahmen vorgenommen. Ihnen als Vertretern der Öffentlichkeit wird diese Dokumentation hiermit vorgelegt. Sie haben zu entscheiden, welche Fakten im Sinne der von uns propagierten transparenten Gesellschaft von allgemeinem Interesse sind.
Kiplinger Report über die Ereignisse auf Aldebaran 2, die zum Tod des extraterrestrischen Wesens genannt Magister Cornelius Logophil führten. Die vorliegenden Dokumente, Tonbänder und Holographien sind chronologisch im Ablauf der Ereignisse entsprechend angeordnet. Phase 1, Stereoskopie 1, Notruf der Raumstation Aldebaran 2, aufgefangen am 5. Oktober des Jahres 2155 um 11.23 Uhr. Aldebaran 2, Code ZZ4, Trennung Asteroiden, Raumstation der Gruppe 5, Besitzer Markov, Konsortium. Hier spricht Carlyle. Er ist der Sekretär von Gouverneur Ibarra auf Aldebaran 2. Wir geben einen außerturnusmäßigen Bericht durch. Sicherheitsstufe 1. Der Bericht wurde von Gouverneur Ibarra im Beisein der Senatoren Karuschenko und Hammerstein abgefasst und zur Übermittlung freigegeben. Hier spricht Gouverneur Ibarra. Wir haben hier ein Problem. Hier spricht Shelley, erster Sicherheitsoffizier auf Aldebaran 2. Heute Morgen, 7.12 Uhr Ortszeit, taucht in unserem Orbit ein NIFR auf. Nicht identifizierbares, fremdes Raumschiff. Wir versuchten sofort, Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen. Sämtliche Kommunikationsversuche verliefen negativ. Hier spricht Commander Sikonski, erster Offizier der Abwehr auf Aldebaran 2. Nach Rücksprache mit dem Gouverneur starteten wir zwei Gleiter und dockten problemlos an das Schiff an. Wir sind dann über eine Schleuse in das Schiff rein. Die Kommandozentrale war, wie wir erwartet hatten, nicht besetzt. In einer Versorgungseinheit entdeckten meine Männer dann eine hermetisch abgeschlossene Kammer. Durch rundherum angebrachte Seeschlitze konnten wir in der Mitte der Kammer einen durchsichtigen Sarkophag erkennen. Dieser ist über Schläuche und Leitungen an verschiedene Apparate in der Kammer angeschlossen, die sich in Tätigkeit befinden. Ich möchte mich sehr täuschen, wenn der Sarkophag nicht ein Lebewesen einschlösse, etwa von der Größe eines ausgewachsenen Mannes und mit dem Aussehen eines solchen. Was sollen wir tun? Erwarten Weisung. Ende des Berichts. Aldebaran 2, Code ZZ4. Phase 2, Stereoskopie 2. Vorschläge, die Ereignisse auf Aldebaran 2 betreffen. Ausgearbeitet vom Beraterstab Alpha für den Präsidenten des Imperiums. Erstens, Verhängung eines totalen Nachrichtenstopps. Zweitens, totale und umfassende Isolation der Raumstation Aldebaran 2. Drittens, Institutionalisierung eines Krisenstabs. Viertens, schnellstmöglichste Entsendung eines Raumschiffes nach Aldebaran 2. Als militärischen Leiter schlagen wir Commander Sam Möbius vor. Ferner Professor Jeremiah Bilal, hervorragender Mitarbeiter am IEEI. Institut zur Erforschung und Erkundung extraterrestrischer Intelligenzen. Sowie Frau Dr. Maya Manara, ebenfalls Mitarbeiterin am IEEI. Als Koordinator und Sicherheitsexperten empfehlen wir Oberst Hans Kiplinger. Darüber hinaus schlagen wir vor, einen Exterminator der Klasse 4, Nummer 17, mit nach Aldebaran 2 zu entsenden. Diese Maßnahme hat sich bei interstellaren Krisensituationen der Vergangenheit als überaus nützlich erwiesen. Dank der hervorragenden Arbeit von Senator Carpenter wurden nicht nur alle Vorschläge umgehend in die Tat umgesetzt, auch der Krisenstab hatte sich innerhalb von 24 Stunden konstituiert. Auf besonderen Wunsch des Präsidenten übernahm ich die Leitung dieses Stabes, der dann später der Einfachheit halber nach seinem ersten Vorsitzenden, also mir, der Kiplinger Stab genannt wurde. Wie Sie alle wissen, handelt es sich bei dem für das Aldebaran 2 Unternehmen vorgeschlagenen Sicherheitsexperten um meinen Bruder, Oberst Hans Kiplinger. Schon 48 Stunden, nachdem der Präsident das Unternehmen Aldebaran 2 angeordnet hatte, startete die Magellan 7 zu ihrem langen Flug zur Aldebaran 2 Raumstation. An Bord die vom Krisenstab Alpha vorgeschlagenen Personen. Thank you.
erwarten Ihre Stellungnahmen? Senator Maradi? Freigabe. General Pike? Freigabe unter der Voraussetzung, dass Erwähnung Exterminator gestrichen wird. Begründung? Exterminatoren der Klasse 4, Nummer 17, unterliegen der Geheimhaltungsstufe 1b. Anordnung 10444 der Vereinigten Generalstäbe. Professor Godell? Freigabe. Dr. Laurian? Freigabe, falls die Erwähnung des IEEE ersatzlos gestrichen wird. Begründung? Sollte sich die unter Kurz ZZ4 übermittelte Spekulation als solche erweisen, wäre es unklug, Begriffe wie extraterrestrisch im Report zu belassen. Johanna Antonia? Freigabe. Schließe mich aber General Pipe und Dr. Laurian hinsichtlich der Streichungswünsche an. Phase 3. An Bord der Magellan 7. Holographie 1-1. Kodiert. Ich bitte Sie, Frau Dr. Manara, bitte beruhigen Sie sich doch. Ich denke nicht daran, mich beleidigen zu lassen. Habe ich das, verehrte Kollegin? Professor Bilal, Sie haben soeben und Commander Möbius ist mein Zeuge, meine fachliche Qualifikation in Zweifel gezogen. Ich betrachte das als Beleidigung. Frau Dr. Manara, Sie dürfen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Warum darf ich das nicht? Frau Dr. Manara, das ist nicht mein erster Flug. Diese Aggressionsschübe sind völlig normal bei Passagieren, die zum ersten Mal einen so langen Flug mitmachen. Das sollten Sie als Wissenschaftlerin doch wissen. Und Sie, Professor Bilal, bitte ich, sich zu mäßigen. Wenn Ihr Verhalten auch durchaus entschuldbar ist, so kann es doch nicht unwidersprochen hingenommen werden. Außerdem sind Sie zu Beginn unserer Reise davon in Kenntnis gesetzt worden, dass wir zur individuellen Triebabfuhr Tar-2s in ausreichender Menge an Bord haben. Wenn Sie also Ihre Emotionen nicht unter Kontrolle halten können, bitte ich Sie, unsere Rekreationseinheit zu frequentieren. Ich habe Ihre wunderbaren Triebabfuhrroboter der Kategorie 2 durchaus nicht vergessen. Außerdem war ich maßgeblich an Ihrer Entwicklung beteiligt. Ich muss aber darauf bestehen, dass meine verehrte Kollegin sich sehr wohl wird gefallen lassen müssen, dass ich Sie von den für dieses Unternehmen notwendigen Instruktionen in Kenntnis setze. Ich habe von Ihnen keinerlei Instruktionen entgegenzunehmen. Der Präsident hat ausdrücklich erklärt, dass Sie und ich dieses Unternehmen als ein gleichberechtigtes Team durchführen. Oder sollten Sie das in Ihrem chauvinistischen Größenwahn schon wieder vergessen haben? Das habe ich durchaus nicht vergessen. Leider hat der Präsident vergessen in seiner übergroßen Zuneigung zu Ihnen. Oder war es die Zuneigung der Präsidenten gar nicht? Ich verbitte mir Anspielungen auf meine Intimsphäre. Commander Möbius, ich erkläre hiermit, dass ich mich weigere, weiter mit Professor Bilal zu kommunizieren. Selbstverständlich stehe ich Ihnen und Oberst Kiplinger jederzeit zur Verfügung. Fortsetzung Holographie 1-1, kodiert. Phase 3, an Bord der Magellan 7. Sie sind so weit gegangen, Professor. Wie konnten Sie sich so hinreißen lassen? Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, Commander? Bitte? Wie lange sind Sie schon Commander? 12 Jahre. Wie hätten Sie reagiert, wenn der Präsident Ihnen für dieses Unternehmen einen zweiten, gleichberechtigten Commander zur Seite gestellt hat? Der Präsident weiß, dass ich das niemals akzeptieren würde. Mein lieber Commander, ich möchte Sie hier nicht mit dem Klatsch und Tratsch vom Hofe des so heißgeliebten Präsidenten langweilen. Nur so viel möchte ich sagen. Für eine gewisse Kategorie unserer weiblichen Mitmenschen misst die Entfernung vom tristen Dasein einer Laborgehilfin zur schwindelnden Höhe einer von den Medien hochgepeitschten Renommierwissenschaftlerin allein die Strecke zwischen ihren geschlossenen, respektive weit, sehr weit geöffneten Schenkeln. Dies natürlich nur auf den der Karriere förderlichen Betten oder anderen lustförderlichen Unterlagen. So viel zur fachlichen Qualifikation unserer verehrten Mitreisenden, Frau Dr. Maya Manara. Sie sind ein Zyniker, Professor. Und ein verbitterter Mann dazu. Verzeihen Sie mir, wenn ich das so rundherauf sage. Oh, Sie brauchen sich für die Wahrheit nicht zu entschuldigen, mein Bester. Ja, ich bin Zyniker und ich bin ein verbitterter alter Mann. Und wie Ihnen Ihre so hilfreichen und dienstfertigen Tar-2s bestätigen können, ein sadistischer dazu. Aber lassen wir das, Commander. Seit Jahrtausenden beschäftigen sich die Menschen mit der Frage, ob es wohl irgendwo in den unendlichen Weiten des uns bekannten Universums intelligente Lebewesen gibt. Professor, noch wissen wir nicht, ob sich an Bord dieses fremden Raumschiffes wirklich ein intelligentes Lebewesen befindet. Was spielt das für eine Rolle? Alle Anzeichen sprechen dafür. Oder etwa nicht? Nun ja... Hören Sie zu. Hören Sie zu, was ich Ihnen sage.
Ich werde mit allen Mitteln zu verhindern wissen, dass diese anmaßende Person diesen historischen Augenblick in der Geschichte der Menschheit durch ihre dummdreiste Anwesenheit entehrt. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich rechtzeitig klar machen, auf welcher Seite Sie stehen. Aber der Präsident... Der Präsident ist ein eitler Schwachkopf. Eine Chimäre für die Masse. Sie und ich, wir gehören zur Elite. In Ihnen und mir hat sich die Evolution zu ihrem vollkommensten Ausdruck gebracht. Sie sollten sich dessen würdig erweisen. Professor, Sie wissen genau, dass ich als Soldat an die Weisungen des Präsidenten gebunden bin. Aber jetzt kommen Sie mir doch bitte nicht mit diesem dummen Geschwätz. Das sind doch Mystifikationen, archaische Rituale. Unwürdig und infantil. Ich muss Sie enttäuschen, Professor. Ich werde meine mir übertragene Verantwortung mit aller mir zur Verfügung stehenden Macht auszuüben wissen. Also gut. Wie viel? Wie viel was? Jetzt spielen Sie mir nicht auch noch den Naiv. Wie viel verlangen Sie? Sagen Sie mir Ihren Preis. Professor, ich habe Ihnen bis jetzt ruhig und geduldig zugehört, was nicht einfach ist. Ich betrachte unser Gespräch als beendet und Ihre letzte Frage als nicht gestellt. 2 Millionen? Sagten Sie 2 Millionen? Ich sagte 2 Millionen. Commander, Sie haben mich vorhin einen Zyniker und verbitterten alten Mann genannt und ich habe Ihnen nicht widersprochen, ich weiß, dass ihr Militärs und Wissenschaftler für verschobene Spinne haltet, weltfremd und idealistisch. Das zeigt aber nur, dass Sie und Ihre Freunde die Geschichte der Wissenschaften recht wenig kennen. Die Ruhmeshallen des Geistes sind in Wahrheit eine übel stinkende Kloake, in der sich Opportunismus, Arschkriecherei, Ruhmsucht, Eitelkeit, Egozentrik und Käuflichkeit zu einem zähen und widerstandsfähigen Brei vermischt haben. Ich erweise mich also nur als gelehriger Adept meiner so ruhmreichen Vorgänger. Ich für meinen Teil halte 2 Millionen für eine nicht zu unterschätzende Summe. Sie wollen mir 2 Millionen dafür zahlen, dass ich Sie allein... Aber nein, mein Bester, das hielt ich dann doch für etwas übertrieben. Ein bisschen mehr wird schon von Ihnen verlangt. Was? Nicht viel. Wie viel? Das ist wohl eines Ihrer Lieblingsworte. Sie benutzen es jetzt schon zum zweiten Mal. Mein lieber Commander, Sie glauben doch nicht, dass die Markov, bei der es sich um ein kommerzielles Unternehmen handelt, diese einmalige Chance einem dubiosen Wissenschaftsbegriff opfert. Nehmen wir einmal an, bei diesem Lebewesen, welches auf Aldebaran II in einem gläsernen Sarkophag vor sich hindabert, handelt es sich um ein Wesen von einem uns unbekannten Fernsystem. So fern, dass wir es mit unseren Raumschiffen bis heute nicht erreichen konnten. Nicht einmal mit unseren so gigantischen Radioteleskopen. Fest steht, dass es bis zu uns vorgedrungen ist. In einem Raumschiff uns unbekannter Bauweise. Aus einem uns unbekannten Material, mit einem uns unbekannten Antriebsmechanismus. Alleine schon die Patente an dieser, der unsrigen allem Anschein nach weit überlegenen Technologie, sind ein Vermögen wert. Um ein langes kurz zu machen. Wir werden, wie geplant, zur Aldebaran II fliegen. Dort werden wir den gläsernen Sarkophag mitsamt seinem Inhalt, mit der hermetisch abgeriegelten Kammer und den darin befindlichen Apparaturen, in unser Raumschiff verladen und umgehend auf einen zu diesem Zweck speziell von der Markov bereitgestellten Asteroiden verbringen. Entführen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Jedenfalls ist es als ein überaus glücklicher Zufall anzusehen, dass die Markov vor kurzem einen bisher noch nicht registrierten Asteroiden zur Ausbeutung seiner Schätze kolonisieren konnte. Nun ja, Sie und ich werden diesen Asteroiden mit einem Schatz beglücken, gegen dessen Ausbeutung die ursprünglich einmal vorgesehene Nutzung des Sternklumpens sich wie ein stinkender Fisch ausnimmt. Und wenn ich mich weigere? Das würde Ihnen nichts nützen, mein Vorhaben nicht verhindern und Ihre Gesundheit höchst abträglich sein. Ohne mich kriegen Sie die Magellan niemals bis zur Aldebaran-Raumstation. Mein lieber Commander, überschätzen Sie sich nicht. Noch sind wir nicht weit genug, als dass ich nicht ohne Probleme einen Markov-Scout ordern könnte. Und wenn ich mich mit dem Präsidenten in Verbindung setze? Das können Sie gar nicht. Aus Gründen der Geheimhaltung und auf Anordnung des Präsidenten sind wir völlig auf uns gestellt. Keinerlei Kommunikation nach außen. Sie vergessen den Inter-GK-7. Für den ist allein Oberst Kiplinger zuständig. Und er ist ausschließlich auf den Exterminator programmiert. Da
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass Kiplinger Ihnen behilflich sein würde. So ist das. Kiplinger haben Sie also auch schon gekauft? Keineswegs, Commander. Auch wenn der Geheimdienst loyal für den Präsidenten arbeitet, so heißt das nicht gleichzeitig, dass er auch allein von ihm bezahlt wird. Ganz im Gegenteil. Und diese alte Regel unseres so effektiven Imperiums werden Sie doch nicht vergessen haben. Wer bezahlt, bestimmt. Nun denn, wie haben Sie sich entschieden? Von einer Entscheidung kann hier ja wohl nicht die Rede sein. Wunderbar. Ich war sicher, dass Sie Ihr Glück nicht mit Füßen treten. Wir erwarten Ihre Stellungnahmen, Senator Maredi. Keine Freigabe. Ziehe außerdem meine schon erteilten Freigaben zurück. Begründung? Allem Anschein nach haben wir es hier mit einem Fall von Hochverrat zu tun. Hervorgerufen durch übersteigerten, paranoiden Geltungsdrang. Ich würde es daher begrüßen, ein medizinisches Gutachten über Professor Bilal einzufordern. Außerdem weise ich nachdrücklich darauf hin, dass Hochverrat unter Geheimhaltungsstufe 1B4 fällt. Damit ein Fall ausschließlich für den imperialen Sicherheitsdienst. General Pike? Freigabe. Begründung. Ich war schon immer der Meinung, dass Zivilisten bei einem derartigen Unternehmen nichts verloren haben. Und es wundert mich gar nicht, dass ein Mann der Raumflotte, die, wie Sie wissen, leider nicht dem Generalstab unterliegt, zu einer solchen Sauerei bereit ist. Professor Godell? Freigabe. Unbedingt Freigabe. Johanna Antonia? Keine Freigabe. Möchte aber noch hinzufügen, dass ich es nicht zulassen werde, dass der Magcorp-Konzern, der wie kein anderer mit seinen überaus generösen Stiftungen der praktischen Nächstenliebe Rechnung getragen hat, durch unbeweisbare Verdächtigung in der Öffentlichkeit befleckt wird. Dr. Laurian? Keine Freigabe. Begründung? Ich halte es geradezu für unmöglich, dass ein staatstragender Konzern wie die Magcorp sich zu einer Schandtat dieses Ausmaßes bereit erklären würde. Wir haben es jedoch mit den Phantasmagorien eines verwirrten Wissenschaftlers zu tun, der den Anforderungen dieser Unternehmung anscheinend nicht gewachsen war. Stimmt es etwa nicht, dass Sie im Aufsichtsrat der Magcorp sitzen? Senator Kiplinger, ich erwarte, dass Sie Professor Godell auffordern, sich zu entschuldigen. Mäßigen Sie sich, Professor Godell. Ach, lieber Professor, ich kann Ihren Zorn ja sehr gut verstehen, aber sind Sie denn nicht auch der Meinung, dass es keineswegs unsere Aufgabe sein kann, schon vernarbte Wunden wieder aufzureißen? Beunruhigung einer breiten Öffentlichkeit, das darf nicht unser Ziel sein. Nein, ich bin nicht dieser Meinung. Was Ihnen selbstverständlich freisteht. Aber wir alle, auch Sie, unterliegen nun einmal gewissen demokratischen Spielregeln, die einzuhalten wir uns verpflichtet haben. In meinem demokratischen Bewusstsein lasse ich mich doch hier von keinem übertreffen. Sollte dieser Report, aus welchen Gründen auch immer, wesentliche Fakten und Beweise unterschlagen, werde ich Mittel und Wege finden, diese doch an die Öffentlichkeit zu bringen. Das werden Sie nicht tun. Das werde ich doch tun. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Professor Godell. Können wir jetzt weitermachen? Phase 4, Holographie 2-1, kodiert, im Palast des Gouverneurs auf Aldebaran 2. Sie haben was? Ich habe es an den Zentralcomputer der großen Bibliothek angeschaut. Sind Sie wahnsinnig, Mann? Mäßigen Sie sich, Ober. Seien Sie still. Wie kommen Sie dazu, Wilkins, dieses fremde Wesen, von dem wir weder wissen, wo es herkommt, noch in welcher Absicht und in welchem Auftrag, an einen von unseren Computern anzuschließen? Dazu auch noch an den zentralen Computer der Bibliothek. Das ist Hochverrat, Mann. Nicht mehr und nicht weniger Hochverrat. Herr Oberst. Ich bin außer mir. Herr Oberst. Fassungslos. Herr Oberst, Wilkins handelte in meinem Auftrag. So, das wird ja immer besser. Und was veranlasste Sie dazu, diesem Wesen, das gesammelte Wissen des Imperiums, ja der ganzen Erde freizugeben, freiwillig zu überlassen? So wie sich die Dinge in den letzten Wochen hier entwickelt hatten, hielt ich es für angebracht, dem Wesen, wie Sie Magister Cornelius Logo viel zu nennen belieben, die umfassendsten Grundlagen für eine nutzbringende Kommunikation mit uns zu verschaffen. Wie nannten Sie es soeben? Magister Cornelius Logo viel. Hat er sich selbst so genannt? Ich gehe davon aus, dass es sich bei diesem Namen ja wohl um einen Ehr handeln muss. Wenn man jetzt einfach Ja sagen würde, so dürfte das nur eine unzureichende Beschreibung der Entwicklung der Dinge hier auf Aldebaran 2 sein. Verzeihen Sie, Oberst Kiplinger, aber ich hielte es für eine bessere Idee, die Ereignisse der letzten Wochen chronologisch zu verfolgen. Ich bin der Meinung, dass Ihnen und uns allen damit eher gedient wäre, als hier aus dem Zusammenhang gerissene Einzelheiten zu zerreden. Ich schließe mich meinem Vorredner an und unterstütze den Vorschlag. Bitte, Shelley, Sie haben das Wort. Über die Umstände der Landung des fremden Raumschiffes und der ersten erfolglosen Kontaktaufnahme sind Sie hinlänglich informiert. Ich kann diese Fakten wohl überspringen. Ich bitte darum. Im Innern des Schiffes herrscht die gleiche Atmosphäre wie in unserer Station.
Analysen ergaben, dass keinerlei Bakterien, Viren oder giftige Gase zu befürchten sind. Mit anderen Worten, wir können uns an Bord der Quetzalcoatl völlig frei und ohne Schutzanzüge bewegen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Was war das für ein merkwürdiger Name, den Sie eben für das Raumschiff benutzen? Quetzalcoatl. Nun, wie soll man sagen, eine Schrulle unseres Gastes. Wie ich herausfinden konnte, befindet sich unter den antiken Werken in der großen Bibliothek auch ein Buch, nannte man das früher wohl, über ein Volk, welches sich im 16. Jahrhundert in einem Gebiet, das man lange Mittelamerika nannte, zu hoher kultureller Blüte entwickelt hatte. Dieses Volk, man nannte sie die Mexica oder auch die Azteken, hatte unter seinen vielen Göttern auch einen, den sie Quetzalcoatl nannten, die gefiederte Schlange. Also Sie interessiert, werte wissensdurstige Kollegen, diese Mexiker oder Azteken glaubten, dass ihr Gott Quetzalcoatl eines Tages über das Meer im Osten zurückkommen würde, um sein Reich wieder in Besitz zu nehmen. Fatalerweise handelte es sich bei den Fremden, die dann über das Meer im Osten kamen, nicht um einen Gott, sondern um einen goldgierigen Spanier mit seinen nicht minder goldgierigen Totschlägern. Als die Mexiker das endlich begriffen, war schon zu spät. Interessant. Dieser Magister Logophil ist entweder ein Witzbold oder ein Genie. Wir sollten ihn nicht unterschätzen. Kann ich fortfahren? Ich bitte darum. In den ersten 3 Tagen rührte sich nichts. Alles blieb wie am Ankunftstag. Am 4. Tag dann registrierten unsere Sensoren einen enormen Anstieg an Energie im Innern der Kammer. Da Sie die Aufzeichnungen gewiss einsehen werden, will ich mich hier auf das Wesentliche beschränken. Der Sarkophag öffnete sich und das Wesen, in Aussehen und Erscheinung einem Menschen täuschend ähnlich, erhob sich und trat heraus. Aus der Kammer? Nein, aus dem Sarkophag. Die Kammer hat er bis heute nicht verlassen. Weiter! Wo war ich? Ich habe eine Aufzeichnung vorbereitet, die Ihnen dies bestätigen wird. Bitte, abfahren. Das ist er. Fantastisch. Unbeschreiblich. Was macht er da? Diese Prozedur vollzieht er jetzt jeden Tag. Immer um die gleiche Zeit. Er legt sich in diese Brühe, schließt den Deckel und bleibt ca. 45 Minuten drin. Dann kommt er wieder raus. Danke, Sie können das Band anhalten. Wann haben Sie das erste Mal mit ihm gesprochen? Wir haben gleich am ersten Tag, an dem er sich aus seinem Sarkophag befreite, versucht, mit ihm zu reden. Erfolglos. Die ersten 2 Tage hat er sich überhaupt nicht um uns gekümmert. Was wir auch anstellten, keine Reaktion. Er hat nur da gesessen, vor sich hingestarrt, hat sich täglich 45 Minuten in seine Brühe gelegt und verschiedene Apparaturen betätigt. Wir nehmen an, dass er die Funktionstüchtigkeit seines Raumschiffes überprüfte. Am 3. Tag dann, bitte Band 2 abfahren. Was ist das? Die Großaufnahme einer akustischen Zuspielapparatur, die sich an der Außenwand der Kammer befindet. Und was macht er? Er gibt uns zu verstehen, dass er uns etwas mitteilen will. Achtung, hören Sie. Was ist das? Hören Sie zu. Danke, Sie können das Band anhalten. Wir haben das natürlich recherchiert. Bei diesen merkwürdigen Tönen handelt es sich um Schreie und Laute einer auf der Erde seit langem ausgestorbenen Art von Säugetieren, die man fälschlicherweise Walfische nannte, obwohl es sich um Säuger, nicht um Fische handelte. Wissen Sie, warum er gerade das wählte? Nicht sofort, aber heute wissen wir es. Er wusste nicht, in welcher Sprache er mit uns kommunizieren sollte. Wir hatten wie selbstverständlich angenommen, dass so wie wir ihn auch er uns hören könne. Das ist also nicht nur eine akustische Wiedergabeapparatur an der Außenwand, sondern auch eine Aufnahmeapparatur installiert ist. Das war ein Irrtum. Es war so, dass er zwar sehen konnte, wie sich unsere Münder bewegten, aber uns nicht hören konnte. Wir haben daraufhin eine Batterie Lautsprecher rund um die Kammer installiert und in voller Lautstärke stundenlang ausgesuchte Texte gesendet. Bitte Band 3 abfahren. Wir sind Menschen, keine Tiere. Wir sind Menschen, keine Tiere. Wir sprechen die Sprache der Menschen. Wir sprechen die Sprache der Menschen.
Wir sind Menschen, keine Tiere. Wir sind Menschen, keine Tiere. Wir sind Lebewesen vom Planeten Erde. Wir sind Lebewesen vom Planeten Erde. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Unsere Sprache ist ein in sich geschlossenes System. Bei den Lauten, die Sie als unsere Sprache hören, handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Vokalen und Konsonanten. Die einzelnen Laute bezeichnen wir mit Buchstaben. Buchstaben aneinandergereiht ergeben Silben. Mehrere Silben aneinandergereiht ergeben Worte. Mehrere Worte aneinandergereiht ergeben einen Satz. Die einzelnen Laute bezeichnen wir als A, B, C, D, E, F, G, H. Danke, I. Sie können das Band anhalten. Es sind reiche Ansprache. Wie hat er darauf reagiert? Er hat interessiert zugehört. Dann hat er sich wieder in seinen Sessel gesetzt und nachgedacht. Danach hat er sich für längere Zeit mit seinen Apparaturen beschäftigt. Am darauffolgenden Tag... bitte Band 4 abfahren. Ich will allein heimatlos Frieden. Wo ich wer sie. Ich weit allein heimatlos Frieden. Das waren seine ersten Worte, die er zwar noch unvollkommen, aber immerhin in unserer Sprache mit uns gesprochen hat. Fantastisch. Ich sagte ja, ein Genie. Natürlich kann man dieses reduzierte Gestammel keine Kommunikation nennen. Dank der intensiven Bemühungen von Wilkins verbesserte sich das aber von Tag zu Tag. Viel aus ihm herauszubekommen, ist uns trotzdem nicht gelungen. Allerdings waren wir auch an die Weisung des Präsidenten gebunden, jede mögliche Kommunikation einzuschränken, bis Sie hier sind. Wir hielten es jedoch für richtig, auch um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, unseren Gast, sagen wir mal, bildungsmäßig etwas aufzupäppeln. Wie wir schnell feststellten, besitzt Magister Logophil eine überaus hohe Intelligenz. Und so fanden wir alle den Vorschlag unseres verehrten Gouverneurs Ibarra richtig, Magister Logophil mit seinem, nennen wir es mal, Computer an unseren zentralen Computer anzuschließen und die große Bibliothek für sein Programm freizugeben. Wir alle, wenn ich das so sagen darf, sind der Meinung, dass der Erfolg uns recht gibt. Das heißt, man kann jetzt mit ihm reden wie von Mensch zu Mensch? So ist es. Wenn wir auch Ihre berechtigte Sorge um die Sicherheit des Imperiums verstehen und teilen, Oberskiplinger, so sind wir doch der Meinung, in allem richtig, abgewogen und verantwortungsbewusst gehandelt zu haben. Ich nehme an, dass Sie sich jetzt bei meinem ersten wissenschaftlichen Berater Wilkins entschuldigen werden und ich gehe davon aus, dass wir in der vor uns liegenden Zeit kooperativ miteinander arbeiten werden. Exzellenz, gestatten Sie mir, dass ich Ihre etwas voreilige, wie nannte Shelley das, Aktion des bildungsmäßigen Aufpäppelns bis zum Abschluss der Untersuchung, vorsichtig ausgedrückt, irritierend finde. Sollte vorhin mein Temperament mit mir durchgegangen sein, so bitte ich das zu entschuldigen. Die lange Reise und der hohe Erwartungsdruck, die außergewöhnlichen Umstände und mein berufsmäßiges Misstrauen haben meine Nerven doch wohl etwas mehr als verkraftbar strapaziert. Meine Herren, Frau Doktor, ich denke, wir sollten unsere Runde jetzt aufheben und uns, nachdem Sie sich alle von Ihrer langen, anstrengenden Reise erholt und frisch gemacht haben, zu einem den Geist und die Seele stärkenden Dinner bei mir wieder treffen. Sagen wir in 2 Stunden? Einverstanden. Shelley wird Ihnen Ihre Unterkünfte zeigen. Sollten Sie spezielle Wünsche haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an ihn. Ich möchte ihn so gerne sehen. Das hat Zeit. Er läuft uns nicht weg.
Außerdem muss unser Vorgehen genauestens überlegt sein. Schließlich handelt es sich hier nicht um ein exotisches Tier im Zoo, das es zu bestaunen gilt. Phase 5, Holographie 2-2, kodiert. Rekreationseinheit an Bord der Magellan 7. Meine Herren, ich hielt es für angebracht, unsere kleine Versammlung hier in der Rekreationseinheit unseres Raumschiffes abzuhalten. Diesem Shelley traue ich ohne weiteres zu, dass unser Zimmer mit Abhörmikrofonen bestückt wird. Womit Sie absolut recht haben. Zwei habe ich schon entdeckt. Na bitte, dachte ich mir doch. Dieser Shelley ist kein Dummkopf. Durch die voreiligen Aktionen unserer Freunde hier sind alle meine Pläne über den Haufen geworfen. Schade, schade, schade. Heißt das, Sie blasen alles ab? Keine Angst, Kommander. Sie bekommen Ihr Geld. Was ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, führe ich auch zu Ende. Wir werden uns etwas Neues einfallen lassen müssen. Entscheidend ist, dass wir das Vertrauen dieses sogenannten Magister Logophil gewinnen. Komischer Name. Nicht, wenn man das bisherige Verhalten unseres wertvollen Gastes analysiert. Magister ist die altertümliche Bezeichnung für Lehrer, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Meister. Logophil setzt sich zusammen aus Logos und Phileo. Aus dem Griechischen abgeleitet heißt das so viel wie: Ich liebe die Vernunft. Ist doch nicht schlecht. Ich kann mich nur wiederholen, er ist ein Genie, wenn er dieses Spiel mit den alten Sprachen der Erde so schnell erlernt hat. Und Cornelius? Giuseppe Arturo Cornelius lebt im 16. Jahrhundert in einer Stadt namens Florenz, ein Kind der Renaissance, Astrologe und Mathematiker. Er entdeckte, dass die Umlaufbahn der Planeten nicht kreisförmig, sondern Ellipsen sind. Und stellte das Gesetz auf, wonach die Quadrate der Umlaufzeiten von zwei beliebigen Planeten proportional den dritten Potenzen ihrer mittleren Entfernung von der Sonne sind. Was schließen wir daraus? Zum einen, dass die große Bibliothek unseres verehrten Gastgebers, Gouverneur Ibarra, als durchaus universell zu bezeichnen ist. Und zum anderen, dass unser fremder Gast ein feines Gespür für beziehungsvolle Assoziationen besitzt. Und wie geht es jetzt weiter? Eine gute Frage. Ich für meinen Teil werde mich jetzt den Erquickungen unserer so willigen und sensiblen Tazwos hingeben. Was unsere Entführung betrifft, so schlage ich vor, dass wir hier erst einmal in aller Ruhe das Terrain sondieren und dann weitersehen. Im Übrigen sehe ich unserer ersten Begegnung mit unserem genialen Freund erwartungs- und lustvoll zugleich entgegen. Wir unterbrechen die Aufzeichnung. Es liegt eine Anfrage von Dr. Skip Laurian vor. Bitte, Dr. Laurian. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich den Ablauf störe, aber ich möchte doch gern wissen, was uns überhaupt in den Genuss dieser Holographien bringt. Soweit ich weiß, ist die Magellan 7 später zerstört worden. Ich denke, es ist besser, wenn ich mich direkt einschalte, Dr. Laurian. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Nichtbeantwortung Ihrer Frage Voraussetzung dafür ist, dass uns und damit der Öffentlichkeit dieses so hochinteressante Material vom Sicherheitsdienst zur Verfügung gestellt wurde. Auf persönliche Intervention des Präsidenten möchte ich betonen. Eine Entscheidung, das möchte ich mit Zustimmung unseres Koordinators, Senator Kiplingers, hinzufügen. Eine Entscheidung, die auf Wunsch der Vereinigten Generalstäbe getroffen wurde. Ich würde es begrüßen, wenn wir diese Unterbrechung damit beenden könnten und uns wieder unserer Arbeit zuwenden würden. Phase 6. Holographie 3-1, kodiert, an Bord der Quetzalcoatl. Alles fertig? Roger. Shelley, was ist mit den Kameras? Bestens. Na, dann wollen wir mal. Worauf warten Sie, Professor? Keine Panik. Wir wären dann soweit. Dann fangen Sie endlich an. Magister Logophil, hören Sie mich? Magister Logophil, können Sie mich hören? Ich höre Sie sehr gut. Und falls ich mir diese Bemerkung erlauben darf, es ist keineswegs vonnöten, dass Sie so schreien. Ich habe die Zeit, die mir verblieb, auf Ihr Erscheinen zu warten, unter anderem dazu genutzt, ein Mikrofon an der Ihnen zugekehrten Seite der Wand zu platzieren. Das freut mich sehr und es erleichtert die Kommunikation. Das denke ich auch. Ja, bitte. Verzeihen Sie mir meine Unhöflichkeit. Ich nehme an, dass unser, wenn auch unfreiwilliger Gastgeber, seine Exzellenz Gouverneur Ibarra,
sie umfassend informiert hat, wen sie vor sich haben. Sollte dies aber gegen alle Gepflogenheiten unterlassen worden sein, so möchte ich mich Ihnen und Ihrer bezaubernden Begleiterin vorstellen. Mein Name ist Cornelius Logophil. Mein Titel Magister. Natürlich. Entschuldigen Sie, dass wir uns noch nicht... Mein Name ist Jeremia Bilal und ich bin Professor am Institut zur Erforschung und Erkundung extraterrestrischer Intelligenzen. Und das hier an meiner Seite ist... Dr. Maya Manara, am gleichen Institut tätig. In einer anderen Abteilung allerdings. Wir sind hier im Auftrag unseres Präsidenten, in dessen Namen ich Sie hiermit in unserem Sonnensystem aufs Herzlichste willkommen heiße. Dies ist nicht nur... der glücklichste Moment in meinem Leben, sondern ein historischer Augenblick in der langen Geschichte der Menschheit des Planeten Erde. Die Ehre ist ganz meinerseits. Leider sehe ich mich außerstande, im Auftrage einer so verehrungswürdigen Persönlichkeit, wie sie ihr Präsident gewiss darstellt, zu sprechen. Das kann ich leider nur ganz für mich alleine tun. Wir sind gekommen, Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie nur eben möglich zu machen. Seit vielen Tausenden von Jahren warten wir Menschen vom Planeten Erde auf diesen Augenblick. Und bitte, verzeihen Sie mir meine Ungeduld. Wir sind begierig zu erfahren, wer Sie sind und wo Sie herkommen und was Sie dazu gebracht hat, bis an die Peripherie unseres Sonnensystems vorzudringen. Seien Sie versichert, dass wir in den allerbesten und friedliebendsten Absichten gekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte und erkläre meinerseits, dass ich allergrößtes Interesse daran habe, Sie und Ihre Welt kennenzulernen. Und es wird mir ein Vergnügen sein, Ihre Fragen präzise und umfassend zu beantworten. Wenn ich dazu einen praktischen Vorschlag machen dürfte, es wäre mir außerordentlich angenehm, wenn wir auf die komplizierte Verständigungsapparatur verzichten könnten. Falls es Ihnen nichts ausmacht, schlage ich vor, dass Sie und Ihre reizende Begleiterin in meine Kammer kommen. Leider kann ich Ihnen nicht den Komfort bieten, den Sie gewohnt sind. Ich werde mich aber nach besten Kräften bemühen, ein guter Gastgeber zu sein. Ich danke Ihnen für Ihr Angebot, das wir sehr gerne annehmen. Erlauben Sie aber, dass wir uns jetzt zurückziehen. Wir würden es uns nie verzeihen, unsere Neugier die Oberhand über die Gesetze der Höflichkeit gewinnen zu lassen. Sie wie uns hat diese erste Begegnung strapaziert. Wir sollten eine Pause einlegen, uns erholen und dann von Neuem treffen. Wie Sie wünschen. Auf Wiedersehen. Phase 7, Holographie 4-1, kodiert, an Bord der Magellan 7. Und ich wiederhole, Ihr Verhalten war unhöflich und beleidigend. Charaktereigenschaften, die Ihre Person in hervorstechender Weise dominieren. Ihr ungestümer Forscherdrang in allen Ehren, verehrte Kollegin, aber rechnen Sie es, wenn Sie so wollen, meinem fortgeschrittenen Alter zugute, dass ich der Meinung war, das Angebot unseres Gastes nicht spontan annehmen zu sollen. Außerdem bin ich überzeugt, dass Oberst Kiplinger uns am Betreten der Kammer gehindert hätte. Worauf Sie sich verlassen können, Professor. So ein Schritt muss reiflich überlegt sein. Happalapap. Frau Dr. Manara, es steht mir nicht an, Entscheidungen unseres Präsidenten zu kritisieren. Nur so viel möchte ich doch sagen. Die Gründe und Kriterien, die ihn dazu veranlasst haben, Sie an dieser überaus diffizilen Mission zu beteiligen, werden mir ewig ein Rätsel bleiben. Ich nehme aber an, dass Ihnen die Beweggründe des Präsidenten aufs Beste vertraut sind. Meine Geduld mit Ihnen ist nicht grenzenlos. Ich erwarte, dass Sie sich widerspruchslos meinen Anordnungen fügen und sich hier endlich so aufführen, wie man das von einer seriösen Wissenschaftlerin, für die Sie sich hier halten, erwarten darf. Ich wüsste nicht, wann und wie ich Ihren Anordnungen zuwidergehandelt hätte. Was Ihre abfälligen Unterstellungen meine Beziehung zum Präsidenten betreffend angeht, da
Darauf wird der Präsident nach unserer Rückkehr zur Erde selbst reagieren. Dem sehe ich mit Gelassenheit entgegen. Wäre es vielleicht möglich, diese unerfreuliche Diskussion etwas zu versachlichen? Natürlich. Ich schlage vor, dass wir vorerst auf ein Betreten der Kammer verzichten. Wir wissen, dass diese Kammer hermetisch abgeschlossen ist und von uns mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch nicht geöffnet werden kann. Es muss also theoretisch in Betracht gezogen werden, dass dieser Logophil, hat er sie erst einmal in seiner Kammer, diese hinter ihnen wieder verschließt, um mit ihnen als Geiseln seine Forderungen zu stellen, was immer das dann sein mag. Zweitens, wir wissen bisher nicht, wer dieser Logophil ist und wo er herkommt. Wir müssen also alle denkbaren Möglichkeiten in Erwägung ziehen, auch dass es sich unter Umständen um einen Mutanten handelt, dem es opportun erscheint, zur Durchsetzung seiner Absichten sich in das Ebenbild eines Menschen zu verwandeln. Und dass es sich bei diesen Absichten auch um uns Feindliche handeln könnte, ist beim Stand der bis jetzt vorliegenden Erkenntnisse zumindest theoretisch möglich. Drittens, wir haben keinerlei Unterlagen darüber, wie die Druckverhältnisse innerhalb der Kammer sind. Können wir ausschließen, dass innerhalb dieser Kammer Lebensbedingungen herrschen, die für uns Menschen tödlich sind? Und wenn nicht tödlich, so doch ihre Gesundheit gefährden? Wir brauchen doch nur unsere Schutzanzüge anzuziehen. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich in einem so lächerlichen Aufzug die Kammer betrete. Stellen Sie sich vor, alle eben geäußerten Spekulationen erweisen sich als Hirngespinste. Dieser Logophil kommt wirklich in friedlicher Absicht, ist kein Mutant und die Lebensbedingungen seiner Kammer sind identisch mit denen seines ganzen Raumschiffes. Dieser Blamage möchte ich mich nicht aussetzen. Auf keinen Fall. Nein. Nein, die Sache ist ganz einfach. Wir gehen nicht rein zu ihm, sondern er kommt zu uns raus. Und wenn er das nicht kann? Warum sollte er nicht? Wenn wir zu ihm rein können, dann kann er auch zu uns rauskommen. Nichts spricht dagegen. Genau meine Meinung. Wir müssen ihn veranlassen, seine Kammer zu verlassen. Wenn er das tut und wir die Bedingungen in seiner Kammer analysieren können, steht einem Besuch ihrerseits in der Kammer nichts im Wege. Und wenn er nicht rauskommt? Werden wir uns etwas Neues überlegen müssen. Jedenfalls bin ich nicht bereit, die Verantwortung auf mich zu nehmen, Sie der Gefahr auszusetzen, hilflos in die Hände des Fremden zu fallen. Dieses Risiko ist mir zu hoch. Mir nicht. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich denke doch, dass ich mich klar und unmissverständlich genug ausgedrückt habe. Solange wir nicht genau wissen, was es mit dieser Kammer auf sich hat, werden weder Sie, Frau Doktor, noch Professor Bilal, noch sonst irgendjemand diesen Raum betreten. Damit schließe ich die Diskussion. Wir sehen uns beim großen Bankett, das der Gouverneur heute Abend uns zu Ehren veranstaltet. Phase 8, Holographie 5-2, kodiert, an Bord der Quetzalcoatl. Manara und will zu Magister Lugufi. Legen Sie Ihre Hand auf das Sensorfeld. Frau Dr. Maya Manara, ich kann Sie nicht durchlassen. Und warum nicht? Bin nicht befugt, Ihnen das mit zu teilen. Gehen Sie wieder zurück. Einen Augenblick. Wissen Sie, was das ist? Eine Identitätskarte mit der Privilegienstufe 1. Ausgestellt vom Präsidenten des Imperiums. Und wissen Sie auch, was ich damit machen kann? Diese Karte erlaubt es Ihnen, sofern Sie sie in mein Aktivierungsmodul einführen, bestehende Programme zu umgehen, beziehungsweise außer Kraft zu setzen. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt da hineingehen und Sie werden mich nicht daran hindern. Und wenn ich wieder herauskomme, spielen wir das gleiche Spiel nochmal.
Und Sie werden dann vergessen, dass Sie mich gesehen haben. So ist es. Phase 8, Holographie 5-3, kopiert im Palast des Gouverneurs. Sehen Sie hier irgendwo unsere verehrte Frau Doktor? Eben stand sie noch mit Shelley zusammen. Und wo ist sie jetzt? Verschwunden. Wie ich meine ehrgeizzerfressene Kollegin kenne, hat sie sich auf ihr Zimmer zurückgezogen und studiert eifrig die Unterlagen unseres empfindsamen Freundes Shelley. Schade, dass er nicht auf unserer Seite steht. Ja, das muss man sagen. Unser verehrungswürdiger Präsident zeigt keinen schlechten Geschmack in der Wahl seiner Bettgenossin. Ich hätte nichts dagegen, den Acker zu pflügen, den mein Präsident zu roden sich die Ehre gab. Mein Lieber, dazu sollte sich wohl noch reichlich Gelegenheit finden lassen. Phase 8, Holographie 5-4, kodiert an Bord der Quetzalcoatl. Magister Logophil. Magister Logophil. Ja, wer ist da? Ich bin's, Dr. Manare. Ich muss mit Ihnen reden. Lassen Sie mich bitte rein. Sie wollen zu mir herein? In meine Kammer? Haben Sie denn keine Angst? Nein, ich habe keine Angst. Bitte lassen Sie mich rein, schnell. Treten Sie einen Schritt zurück. Seien Sie mir sehr herzlich willkommen, Frau Dr. Manara. Herr Senator, ist es richtig, dass Sie diesen von uns allen mit Spannung erwarteten Report schon in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit vorlegen werden? Lassen Sie mich betonen, dass ich mich freue, dieser mit so hervorragenden Persönlichkeiten besetzten Untersuchungskommission vorstehen zu dürfen. Wie sich heute wieder einmal gezeigt hat, darf das Imperium stolz darauf sein, über so verantwortungsbewusste Männer und Frauen zu verfügen, denen eine solche, ich möchte sagen, subtile Aufgabe bedenkenlos übertragen werden kann. Und ich darf Ihnen und damit den Zuschauern draußen im Lande versichern, dass wir alle nur an einem interessiert sind, der Wahrheit. Bitte entschuldigen Sie mich, die Pflicht ruft. Wann dürfen wir mit dem Report rechnen? Ich möchte hier keine Versprechungen machen, die ich nachher nicht einhalten kann. Aber so viel kann ich Ihnen sagen, wir werden morgen unsere Arbeit fortsetzen und mit ein bisschen Glück und Gottes Hilfe kann ich Ihnen morgen Abend einen voraussichtlichen Termin nennen. Soweit Senator Peter Maria Kiplinger zum aktuellen Stand der mit Spannung erwarteten Aldebaran-Untersuchung. Damit ist unser Programm für heute beendet. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Kanal 33, Richard Korben. Hier ist Kanal 33 mit den Meldungen vom Tage. 25. Mai 2156. Professor Robert Gordell, Nobelpreisträger und Mitglied der am gestrigen Tag erstmals zusammengetretenen Untersuchungskommission Magellan 7, ist heute in den frühen Morgenstunden seinen inneren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem nächtlichen Verkehrsunfall zuzog. Die näheren Umstände des Unfalls sind bisher nicht geklärt. Wir erwarten aber stündlich einen Kommuniqué der Verkehrspolizei. Auf Anordnung des Präsidenten und im Beisein sämtlicher Mitglieder der Magellan 7-Kommission fand heute Mittag in der Kapelle des Präsidentenpalastes ein Trauergottesdienst statt. Im Anschluss an die Feier konnte ich kurz mit einigen der Teilnehmer sprechen. Herr Präsident, ein unersetzlicher Verlust für unser Land. Professor Robert Gordell, mit dem ich als Präsident die Ehre hatte, des Öfteren zusammenzuarbeiten, war ein Mann, dessen Loyalität und Integrität über jeden Zweifel erhaben waren. Ein unersetzlicher Verlust für unser Land. Senator Maredi. Ich bin tief erschüttert. Professor Robert Gordell war uns allen, die wir die Ehre hatten, mit ihm
in den verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen zusammenzuarbeiten. Ein Vorbild an Pflicht, Eifer und Unbestechlichkeit. Senator Kiplinger, Leiter der Magellan-7-Kommission. Verzeihen Sie mir meine tiefe Bewegung. Wenn ich daran denke, dass wir gestern, wenige Stunden vor seinem Unfall, noch heiter zusammensaßen. Verzeihen Sie mir, aber die Magellan-7-Kommission hat in Professor Cotella einen Mann verloren, dessen demokratisches Bewusstsein und dessen Liebe für sein Land, dem zu dienen er als seine schönste Pflicht ansah, die Lücke umso schmerzlicher macht, die er hinterlässt. Ich bin zutiefst erschüttert. Dr. Laurian. Im Namen des Makrop-Konzerns möchte ich feststellen, dass Professor Godell sich um unser Volk verdient gemacht hat. Gewiss, er war kein bequemer Mann, aber war ein großer Frager und Zweifler, der uns allen jeden Tag durch sein tätiges Vorbild anspornt und Antrieb war. General Pike. Ein feiner Kerl. Toller Sportsmann. Mit einem Wort, ein Kamerad. Habe soeben mit dem Präsidenten vereinbart, eine Kaserne nach Professor Godell zu benennen. Eminenz Johanna Antonia. Mitten im Leben, auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, hat der Herr seinen Diener zu sich gerufen. Wir haben in unseren Gesangbüchern einen alten Vers. Wir sind ein Gast auf Erden und haben keinen Stand. Ich möchte das so stehen lassen. Untersuchungskommission Magellan 7, zweiter Tag. 25. Mai 2156. Anwesend sind Senator Abraham El Maredi, General Julius C. Pike, Dr. Skip Laurean, Ihre Eminenz Johanna Antonia und als Leiter und Koordinator Senator Peter Maria Kiplinger. Ich eröffne die Sitzung und stelle Vollzähligkeit fest. Bevor wir uns an die Arbeit machen, möchte ich Ihnen allen eine Botschaft des Präsidenten verlesen, die mir heute Morgen durch Kurier zugestellt wurde. 25. Mai 2156, Büro des Präsidenten, persönlich, Geheimhaltungsstufe 1b, lieber Senator Kiplinger. In Anbetracht der durch den tragischen Tod unseres Freundes Professor Robert Godell zu erwartenden neuerlichen Spekulationen und die präsidiale Autorität untergrabenden Unterstellungen halten wir es im Interesse des Imperiums für unsere Pflicht, Sie und die unter Ihrer Leitung tagende Magellan-Kommission nochmals und verstärkt auf die außerordentliche Verantwortung hinzuweisen, die Sie mit Ihrer Arbeit auf sich geladen haben. Wir, der Präsident, der Sicherheitsdienst sowie die Vereinigten Generalstäbe würden es begrüßen, wenn der unter Ihrer Leitung zu erstellende Report nicht nur in Bälde abgeschlossen, sondern darüber hinaus so ausfallen würde, dass sowohl die Sicherheitsinteressen des Imperiums gewahrt, als auch die Autorität der staatstragenden Institutionen sowie der ihnen inkorporierten Persönlichkeiten unangetastet blieben. Ich bin sicher, dass Sie und Ihre Kommission in diesem Sinne arbeiten werden und verbleibe und so weiter und so weiter und so weiter, der Präsident. Nun also, ich meine, dass Sie alle verstanden haben, was der Präsident von uns erwartet. Und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, dem Wunsch des Präsidenten zu entsprechen. Anders ausgedrückt, wieder einmal sind wir in aller Stille dazu berufen, dem Wohl des Imperiums und der Sicherheit der Völker einen Dienst zu erweisen, den uns die Öffentlichkeit vermutlich nicht danken, dem aber die Geschichte Bestätigung und Siegel aufdrücken wird. Verstehe ich Sie richtig, dass wir auf eine Veröffentlichung des vorliegenden Materials verzichten sollen? Lieber Senator Maredi, so würde ich es nun nicht unbedingt ausdrücken wollen. In der Tat aber scheint es auch mir, da gehe ich mit unserem Präsidenten d'accord, unter den gegebenen Umständen für unumgänglich, sagen wir einmal, eine Entschärfung des hochbrisanten Materials vorzunehmen. Ich schlage deswegen vor, dass wir uns heute das noch vorliegende restliche Material ansehen, um eventuelle Hinweise dafür zu bekommen, wie wir unseren Abschlussbericht formulieren können. Bitte um Zustimmung. Senator Maredi? Einverstanden. Mein Glückwunsch übrigens, Senator Kiplinger, auf welche elegante Weise Sie das Godell-Problem gelöst haben. General Pike? Einverstanden.
Godel war ein Querulant. Hatte in unserer Runde nichts verloren. Mit einem Wort, ein Zivilist. Dr. Laurian? Einverstanden. Ich frage mich, wie dieser Godel durch die Sicherheitsprüfungen kommen konnte. Das hätte man doch vorher wissen können. Johanna Antonia? Einverstanden. Trotzdem finde ich, Senator Kiplinger, dass Sie zu weit gegangen sind. War denn das wirklich nötig? Ich denke ja, Eminenz. Außerdem möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Anordnung wurde vom Sicherheitsdienst getroffen. Ebenso wenig lag die Abwicklung in meiner Hand. Machen wir also weiter. Stereoskopie 3. Zwischenbericht für den Präsidenten des Imperiums. Vom 23. Dezember 2155. Betreffend die Ereignisse auf Raumstation Aldebaran 2 und den bisherigen Verlauf der vom Präsidenten persönlich angeordneten Magellan 7 Expedition zum Zwecke der Aufklärung dieser Ereignisse. Erste Phase. Das Markov-Konsortium, Besitzer und Betreiber der Asteroidenraumstation Aldebaran 2, übermittelt einen außerturnusmäßigen Bericht, nachdem ein nicht identifizierbares Raumschiff auf den Sicherheitsmonitoren der Station auftaucht. Eine erste Inspektion des fremden Raumschiffs ergibt, dass sich möglicherweise ein intelligentes, extraterrestrisches Wesen an Bord dieses Raumschiffes befindet. Zweite Phase. Der Präsident persönlich ordnet eine Untersuchung der Ereignisse auf Aldebaran 2 an. Durchgeführte Maßnahmen im Einzelnen. Sofortige Verhängung eines Nachrichtenstopps. Totale Isolation der Aldebaran 2 Raumstation. Bildung eines Krisenstabes, der sich innerhalb von 24 Stunden unter Vorsitz von Senator Peter Maria Kiplinger konstituiert. Entsendung des Raumkreuzers Magellan 7 zur Aldebaran 2 Raumstation zwecks Aufklärung der ungewöhnlichen Vorkommnisse. An Bord der Magellan 7 befinden sich Commander Sam Möbius, Professor Jeremia Bilal, Wissenschaftler am Institut zur Erforschung und Erkundung extraterrestrischer Intelligenzen, Frau Dr. Maya Manara, ebenfalls Wissenschaftlerin am genannten Institut, Oberst Dr. Hans Kiplinger, Agent des Geheimdienstes und Sicherheitsexperte und ein Exterminator der Klasse 4, Nummer 17. Dritte Phase. Aus Gründen der absoluten Geheimhaltung ordnet der Präsident auf Vorschlag des Krisenstabes eine totale Kommunikationssperre zwischen dem entsendeten Raumschiff Magellan 7 und der Erde an. Stereoskopie 3a. Nach Bemerkung vom 9. Februar 2156. Soweit der Stand der Informationen zum damaligen Zeitpunkt. Mir ist bekannt, dass die Maßnahme, auf eine direkte Kommunikation mit Magellan 7 zu verzichten, in der Öffentlichkeit mittlerweile vehement kritisiert wird. Dennoch bin ich der Meinung, dass zum damaligen Zeitpunkt und unter den gegebenen Umständen unsere Entscheidung richtig war. Auch wenn sie sich in der Zwischenzeit als verhängnisvoll herausgestellt hat. Selbstverständlich hätten wir, wären wir über die Vorkommnisse an Bord der Magellan 7 und auf Aldebaran 2 informiert gewesen, umgehend entsprechende Maßnahmen ergriffen. Aufgrund der Kommunikationssperre wussten wir aber nicht, dass Professor Bilal im Auftrag des Makrop-Konsortiums in der schändlichen Absicht zu Aldebaran 2 Raumstation flog, jenes fremde Wesen, das sich selbst Magister Cornelius Locophil nannte, zu entführen. Und natürlich ahnten wir auch nicht, dass zwei so hochverdiente und loyale Männer wie Commander Möbius und Oberst Hans Kiplinger sich zu dieser niederträchtigen und hochverräterischen Aktion überreden ließen. Dies betone ich umso mehr, als es sich bei Oberst Kiplinger um einen leiblichen Bruder handelt. So blieb es allein einer Frau vorbehalten, sich so zu verhalten, wie das die Pflicht eines jeden Einzelnen von uns war und ist. Loyal, integer, pflichtbewusst, mutig und verantwortungsvoll. Gezeichnet Senator Peter Maria Kiplinger, erster Vorsitzender des Krisenstabs. Es liegt eine Frage Ihrer Eminenz Johanna Antonia vor. Bitte?
Ich begrüße es nochmals, Senator, dass Sie als damaliger Vorsitzender des Krisenstabs nun auch die Untersuchungskommission leiten, die im Dienst der Öffentlichkeit die missglückte, wenn ich es richtig sehe, unter Ihrer Leitung missglückte Operation aufklären soll. Muss ich aus dieser Bemerkung nun einen gewissen Zweifel? Ganz im Gegenteil, Senator. Gerade aufgrund dieser Doppelfunktion sind Sie der Mann, meine Frage zu beantworten. Ich beziehe mich auf die Aussage in Ihrer Nachbemerkung eben, Zeile 9 bis 12, in der Sie darauf hinweisen, dass Sie von den Vorgängen an Bord der Magellan 7 sowie auf Aldebaran 2 nichts gewusst hätten. Uns liegt nun aber doch das gesamte Material vor. Ich muss leider daran erinnern, Eminenz, dass wir gestern schon eine ähnlich lautende Anfrage Dr. Laurians negativ beantworten mussten. Leider kann ich Ihnen darüber, wie der präsidiale Sicherheitsdienst in den Besitz der Holographien gelangte, keine Auskünfte erteilen. Trotzdem, ich bestehe darauf. Im Übrigen, wenn ich das noch anfügen darf, werden Sie später im Vorführmaterial selbst einen versteckten Hinweis finden. Fortsetzung Holographie 5-4, kodiert, Phase 8. An Bord der Quetzalcoatl. Erinnerung, Quetzalcoatl ist der Name, den das vor Aldebaran 2 aufgetauchte extraterrestrische Wesen seinem Raumschiff gab. Magister Logophil. Magister Logophil. Ja, wer ist da? Ich bin's, Dr. Manara. Ich muss mit Ihnen reden. Lassen Sie mich bitte rein. Sie wollen zu mir herein? In meine Kammer? Haben Sie denn keine Angst? Nein, ich habe keine Angst. Bitte lassen Sie mich rein, schnell. Treten Sie einen Schritt zurück. Sehr herzlich willkommen, Frau Dr. Manara. Macht es Ihnen etwas aus, das Licht zu löschen? Keineswegs. Danke. Ich durfte eigentlich nicht hier sein. Man hat es mir verboten. So. Verboten? Oberst Kiplinger. Die weibliche Neugier war schon immer eine der unausrottbaren Eigenschaften der Menschen. Sie kennen sich ja gut aus. Verzeihen Sie meine dumme Bemerkung. Das Schnellstudium der Werke Ihrer großen Bibliothek hat mich zwar in die glückliche Lage gebracht, ohne Komplikationen mit euch Menschen kommunizieren zu können. Leider hat es aber auch den Nachteil, dass ich einige der unerfreulichen Phänomene Ihres menschlichen Verhaltens angenommen habe. Ich werde mich bemühen, diese Regungen in mir zu unterdrücken. Wer sind Sie? Und wo kommen Sie her? Kommen Sie in friedlicher Absicht zu uns? Nur keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vergeuden. Aber bitte, ich bin kein Mensch. Sie sehen aber wie einer aus. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich in dieser Erscheinungsform besonders wohlfühle. Damals, als ich meine lange Reise zu Ihrem Sonnensystem antrat, erschien es mir ratsam, diese unbequeme Mischung aus Wasser und Kohlenstoff anzunehmen. Sind Sie ein Mutant? Nein, nicht ganz. So etwas Ähnliches. Die Wesen des Planeten, der einmal meine Heimat war, nannten sich selbst, wenn ich es in eure Sprache übersetze, die Einzigen. Sie erkennen daran, dass der Irrglaube in der unermesslichen Weite, den ihr Menschen das Universum nennt, die Einzigen mit Intelligenz begabten Lebewesen zu sein, nicht auf den Planeten Erde beschränkt ist. Wo kommen Sie her? Ich komme vom Planeten Phaeton. Phaeton? Eines der Werke Ihrer großen Bibliothek enthält eine sehr alte Geschichte aus der Frühzeit eurer Kultur. Es ist das, was ihr einen Mythos nennt. Ich habe mich entschieden, meinen Heimatplaneten nach diesem Mythos zu benennen. Ein Akt der Willkür, gewiss. Aber da meine Welt sowieso nicht mehr existiert, ein verzeihlicher.
Was ist das für ein Mythos? Ihr Menschen pflegt allem Anschein nach keinen sehr intensiven Umgang mit den kulturellen Hervorbringungen eurer Rasse. Als Helios dem Sohn zur Bestätigung seiner Vaterschaft die Erfüllung eines Wunsches zusagt, bittet Phaeton, einen Tag lang den Sonnenwagen lenken zu dürfen. Trotz der ernsten Bedenken und Warnungen von Seiten des Vaters bleibt Phaeton bei seinem Verlangen. Helios aber ist durch einen Schwur beim Styx gebunden und muss dem Sohn die Bitte erfüllen. Als die Pferde fühlen, dass die Zügel nicht mit gewohnter Kraft und Erfahrung geführt werden, brechen sie aus der Bahn und stürmen der Erde zu. Schon entsteht ein mächtiger Brand, als Zeus den Frevler mit einem Blitzstrahl vom Wagen schleudert. Phaeton stürzt in den Eridanus, an dessen Ufern ihn seine Schwestern, die Heliaden, beweinen. Eine traurige Geschichte. Und doch so beziehungsreich, wenn auch überaus poetisch, zum Untergang meiner Welt. Heißt es, sie existiert nicht mehr? Ja, das heißt es. Es gibt sie nicht mehr und es wird sie nie mehr geben. Sie sehen in mir, im Augenblick hören Sie nur, den letzten Vertreter der Rasse, die sich selbst die Einzigen nannte und die für lange Zeit den Planeten Phaeton bevölkerte, bis sie sich selbst vernichtete. So gründlich, dass vom Planeten Phaeton selbst nicht mehr übrig geblieben ist als glühende Brocken, die durchs Weltall rasen. Wie ist das passiert? Das ist eine lange Geschichte. Aber wenn es Sie nicht langweilt, erzähle ich sie Ihnen gerne. Sie langweilen mich nicht, im Gegenteil. Darf ich zuvor einen Vorschlag machen? Selbstverständlich. Es wird Sie nicht wundern, dass auf meinem Planeten die Kommunikation auf andere Weise ablief, als auf dem bei euch verwendeten sprachlichen Weg. Ich würde, wenn ich nach einem für Sie verständlichen Begriff suche, von mentaler Kommunikation sprechen. Hören Sie mich? Was war das? Ich wollte Ihnen eine praktische Demonstration unserer Kommunikationsweise bieten. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ihrer vorhin geäußerten Bitte, das Licht zu löschen, entnehme ich eine gewisse Sorge, unser Gespräch könnte beobachtet werden. Natürlich habe ich auch seit meiner Ankunft bemerkt, dass man durch Installationen diverser Überwachungsapparaturen hier auf Quetzalcoatl versucht hat, meine Identität zu entschlüsseln. Mit meinem kleinen Experiment eben haben wir festgestellt, dass Sie mich auch auf anderem Wege verstehen. Wenn Sie nichts dagegen haben, sollten wir dazu übergehen. Zu Ihrem Schutz und zu Ihrer Beruhigung, meine ich. Im Moment überblicke ich nicht, ob euer technischer Stand so weit ist, dass auch solche Formen der Kommunikation überwacht und aufgezeichnet werden können. Soweit ich weiß, gibt es Ansätze in der Exterminator-Entwicklung, aber das ist noch im Forschungsstadium. Die Geschichte des Planeten Phaeton. Die intelligenten Wesen, die als Produkt einer Millionen Jahre währenden Evolution in gewaltiger Zahl die Oberfläche unseres Planeten bewohnten, nahmen für sich in Anspruch, die Herren über alles Leben zu sein, das die Natur hervorgebracht hatte. Sie gründeten Gemeinschaften, die sich immer und immer mehr vergrößerten und machten sich alles untertan, was sie zur Entfaltung ihrer Kultur zu benötigen glaubten. Diese Phase der Entwicklung dauerte sehr lange. Als sie endlich abgeschlossen war, hatten sich drei gewaltige Gemeinschaften gebildet. Jede dieser drei großen Gemeinschaften glaubte sich im Besitz der einzigen und wahren Idee, wie die Welt unseres Planeten beschaffen sein müsse, und setzte alles daran, die beiden anderen von ihrer Idee zu überzeugen. Diese großen drei hatten sich selbst Namen gegeben, die den Inhalten ihrer jeweiligen Ideen entsprachen. Die einen nannten sich die Gerechten, die anderen die Gleichen und die Dritten nannten sich die Freien. Dieser Zustand war an sich nichts Schlechtes, führte er doch dazu, dass alle drei sich gegenseitig in der Entfaltung ihrer Macht und ihres Wohlstandes zu übertreffen versuchten, um damit den anderen die Überlegenheit der eigenen Idee zu demonstrieren. Das ging so lange gut, wie die Ressourcen, die sich auf unserem Planeten zur Entfaltung von Macht und Wohlstand anboten, in ausreichendem Maße vorhanden waren.
Doch nach einer gewissen Zeit der bedenkenlosen Ausbeutung und Verschwendung war abzusehen, dass in nicht allzu ferner Zeit die Reserven erschöpft sein würden. Statt sich nun, wie es vernünftig und zur Erhaltung des Erreichten notwendig gewesen wäre, in der Überwindung der durch den rücksichtslosen Konkurrenzkampf entstandenen Probleme zusammenzufinden, versuchten die großen drei, das Überleben ihres eigenen Herrschaftsbereiches durch die Vernichtung der anderen zu erreichen. In diesem Kampf unterlagen als erste die, die sich die Freien nannten. Klimatisch, ökologisch und ideologisch bedingt den beiden anderen weit unterlegen, verloren sie nach und nach ihre Selbstständigkeit und überließen sich auf Wohl und Wehe zur einen Hälfte den Gerechten, zur anderen den Gleichen. Diesen beiden kam die Kapitulation der ehemals Freien überaus gelegen. Zuerst benutzten sie den früheren Herrschaftsbereich der Freien als willkommenes Terrain für ihre militärischen Auseinandersetzungen. So lange, bis dort nur noch Wüste und totes Land war. Die wenigen Überlebenden zogen sich in ein Gebiet ihres Landes zurück, das eingeschlossen von zwei gewaltigen Bergketten einen, wenn auch nur geringen Schutz vor der endgültigen Ausrottung garantierte. Um diesem kleinen Häuflein auch noch den letzten Rest an Selbstachtung zu nehmen, einigten sich die Gerechten und die Gleichen darauf, dieses elende Häuflein offiziell nur noch die Unzuverlässigen zu nennen. Wenn ich Sie mit meinen Ausführungen langweilen sollte, bitte sagen Sie es ruhig. Nein, erzählen Sie weiter, bitte. Weiter. Nachdem nun also die Gerechten und die Gleichen den Planeten unter sich aufgeteilt hatten, sah es so aus, zumindest für eine gewisse Zeit, als könnten die beiden großen Gemeinschaften in Frieden und gegenseitiger Achtung miteinander auskommen. Ein Zeitalter, das wir das Glorreiche nannten, hob an. Die einzigen lebten in Freiheit und Wohlstand, und innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich unsere Kulturen zu solcher Blüte, dass wir schon glaubten, unser Glück müsse ewig währen. Technik und Wissenschaft überraschten uns täglich mit neuen, immer waghalsigeren Erfindungen und Maschinen, die das Leben der Einzigen schöner und sinnvoller machten. Bis es dann eines Tages zu einem traurigen Erwachen kam. Fast heimlich und unbemerkt hatte sich eine Kaste unserer Gesellschaft an die Macht gebracht, die ihr Menschen das Militär nennt. Sie hatten sich nicht damit abfinden können, dass die große Zeit der Schlachten und Kämpfe vorbei sein sollte, der Paraden und Siegesfeiern. Unterstützt und gefördert wurden sie von jenen Konzernen, die für die Erfindung und Produktion von immer neuen, immer effektiveren Vernichtungswaffen verantwortlich waren. Das scheinbar Unglaubliche an dieser Entwicklung war, dass sie nicht nur in meinem Volk, den Gerechten, sondern gleichzeitig auch bei den Gleichen sich vollzog. Wie schleichendes Gift hatten die Anhänger jener Konzerne die Organisationen und Stände unseres Volkes unterwandert, bis schließlich niemand mehr sich ihrem Willen entgegenzustellen getraute. Und weil dies auf beiden Seiten gleichermaßen geschah, so hatte jede Seite für sich den scheinbar nicht zu widerlegenden Grund, immer mehr Waffen und Vernichtungsmittel anzusammeln. Dienten sie doch dazu, sich gegen einen zu erwartenden Angriff der anderen verteidigen zu können. Mittlerweile überboten sich die klügsten Köpfe und fähigsten Wissenschaftler im Ausdenken immer raffinierterer, immer effizienterer Tötungswerkzeuge. Und obwohl die Gerechten wie die Gleichen überdeutlich erkennen konnten, welchen Zwecken und Zielen sie ihr mittlerweile unwürdiges Leben in Angst und Schrecken verdankten, glaubten sie doch felsenfest daran, dass allein die anderen Schuld an ihrer erbärmlichen Existenz trügen. Ich habe, da ich mich in der Zwischenzeit mit der Entwicklung der Elektronik, die sie verwenden, vertraut machen konnte, alle meine Dokumente, die ich vor der Katastrophe retten konnte, in einen Zustand gebracht, der es ihnen erlaubt, sie zu verstehen. Hören Sie zu. Schön, diese Vögel. Ja, und sie singen so schön. Nummer 705. Nummer
6999. Ich hatte einen Agenten der 7000er Reihe erwartet. Wir hatten letzten Monat eine Ausmusterung der antiken Reihen. Nun ja, ich lernte. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Ich höre, bestätigen Sie. Kodierte geheime Aufzeichnung. Bestätige. Kodierte geheime Aufzeichnung. Frequenz 21. Frequenz 21. Ich gehe auf Übermittlung. Wir, das militärische Oberkommando dergleichen, sind das höchste bestürzt über die in den letzten Monaten geführten Geheimverhandlungen der Zivildiplomaten unserer beiden Regierungen. Unerklärlicherweise deuten alle Vorzeichen darauf hin, dass es zwischen unserer und ihrer Regierung in allernächster Zeit zu einem Friedensvertrag kommen wird. Die Folgen einer solchen Vereinbarung dürften klar sein. Abbau der Waffenpotenziale und damit verbunden Abbau unseres jeweiligen militärischen Machteinflusses. Dies zu verhindern, bieten wir, der Generalstab dergleichen, Ihnen an, bei einem Angriff Ihrerseits uns so weit defensiv zu verhalten, dass die von Ihnen durchgeführten Operationen siegreich sein werden. Bedingung dafür ist, dass Sie nur einen vorher zu bestimmten Bereich unseres Territoriums annektieren. Wir würden uns damit auf ein ausreichendes Restterritorium zurückziehen und unsere Verteidigungsanstrengungen verdoppeln. Eine solche Maßnahme garantiert Ihnen und uns weiteren Ausbau der Waffenpotenziale und einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Effekt. Wir erwarten Ihre Antwort auf gleichem Wege. Haben Sie das gespeichert? Sie geben Nachricht über Frequenz 21. So war das. Sie können sich vorstellen, dass unsere oberste militärische Führung mehr als irritiert war. Und wie ging es dann weiter? Einen Moment. Bitte sehr. Nummer 7050, Nummer 6999. Bestätigen Sie kodierte geheime Aufzeichnung. Bestätige kodierte geheime Aufzeichnung. Frequenz 21. Frequenz 21. Ich gehe auf Übermittlung. Wir haben Ihr Angebot erhalten und sind mit dem von Ihnen gemachten Vorschlag einverstanden. Selbstverständlich müsste zuvor ein detailliertes Exposé erarbeitet werden. Wir schlagen ein Treffen der für diesen Zweck besser geeigneten Verhandlungsroboter der 9000er Klasse vor. Erwarten Bestätigung. Haben Sie das gespeichert? Sie geben Nachricht über Frequenz 21. Zu etwa der gleichen Zeit fand im geheimen Büro der obersten militärischen Führung der Gerechten eine Zusammenkunft statt. Auch diesen entscheidenden Moment sollten Sie miterleben, Frau Dr. Manara. Was hat uns die Macht gebracht und zu dem gemacht, was Sie sind? Einzig und allein die Verteidigungsbereitschaft der anderen Seite. Solange die Gleichen glaubten, sich gegen unsere militärische Übermacht allein dadurch schützen zu können, dass sie der unsrigen eine genauso starke Waffenmacht entgegenstellten, solange konnten wir unserem Volk immer neue, immer umfangreichere Mittel abnötigen, die doch letztlich nur unsere Herrschaft über unser eigenes Volk bestimmten. Ohne dieses Gleichgewicht der Kräfte hätten unsere Waffenkonzerne niemals zu der überwältigenden Größe anwachsen können, wie wir sie jetzt unser eigen nennen. Und niemals wäre es möglich gewesen, den Stand der Militärs zur alleinherrschenden Klasse zu entfalten. Wenn jetzt unsere Zivilregierungen zu einem Friedensvertrag kommen würden, müsste das für uns fatale Folgen haben. Wozu brauchen wir noch Waffen, wird man fragen. Und wozu Militärs? Ich erinnere Sie nur an jene für uns so bedeutungslose Epoche, die in den mittlerweile verbotenen Schulbüchern das glorreiche Zeitalter genannt wurde. Es bleibt uns kein anderer Ausweg. Wir werden den Waffenkampf wagen. Ein Vorwand wird sich schon finden lassen. Nach folgendem Plan gehen wir vor. Da sich uns, wie wir wissen, kein nennenswerter Widerstand entgegenstellen wird, werden wir einen Teil des Territoriums der Gleichen vernichten. Es wird darauf geachtet, dass genügend Einzige der Gleichen am Leben bleiben und sich in den Teil ihres Landes zurückziehen können, den wir nicht angreifen werden.
Irgendwann in der Zukunft werden sie sich dann schon zum Widerstand gegen uns aufraffen und wir fangen wieder von vorne an. Falls sie das nicht tun, werden wir ihnen etwas nachhelfen müssen. Unserem Volk beweisen wir mit diesem Krieg, dass es umsichtig und weise handelte, seine Geschicke rückhaltlos in unsere Hände zu legen. Es wird das Vertrauen in uns stärken und unsere Macht auf lange Zeit stabilisieren. Und da wir in dieser großen, heroischen Schlacht dafür sorgen werden, dass alle unsere Waffen zum Einsatz kommen, schaffen wir damit die Voraussetzung, unsere Arsenale mit neuen, noch besseren, noch effektiveren Waffen wieder auffüllen zu müssen. Ich will es kurz machen. Wenige Tage später setzten sich unsere Truppen in Bewegung, starteten unsere todbringenden Flugmaschinen, explodierten Megatonnen Sprengstoff. Und es kam, wie es kommen musste. Die gleichen hielten sich zwar genau an die vorher verabredeten Vereinbarungen, was sie aber nicht bedacht hatten, war die Eigendynamik der hochkomplizierten Vernichtungsstrukturen. Einmal in Gang gesetzt, eskalierten die sich selbstständig machenden Programme, entzogen sich, darauf waren sie ja ursprünglich angelegt, jeglichen Einflusses, und vollendeten, wozu sie erdacht und in Bereitschaft gebracht worden waren. Zum Schluss zitterte und bebte unser armer Planet wie ein Fisch an der Angel. So lange, bis er gänzlich explodierte. Und das war das Ende des Planeten Phaeton und seiner Bewohner, die sich die Einzigen nannten. Aber wieso haben Sie überlebt? Ich war Mitglied des engeren Beraterkreises unserer Regierung, etwas Ähnliches wie Ihr Kollege Professor Bilal. Und ich hatte Zugang und Verfügungsgewalt über unsere Flugkörper, die Sie Raumschiff nennen. Als ich sah, dass das Undenkbare zu einem festen Bestandteil in den Planungen unserer Regierung wurde, stattete ich dieses Raumschiff mit allem aus, was ich zu einer langen Reise benötigte. Und in jener Nacht, kurz bevor unsere Truppen sich in Marsch setzten, startete ich zu meinem Flug in Ihr Sonnensystem. Den endgültigen Untergang von Phaeton habe ich aus sicherer Entfernung miterlebt. Wieso sind Sie zu uns gekommen? Oder ist es ein Zufall, dass Sie hier gelandet sind? Kein Zufall. Eines Tages, ich war damals noch am Beginn meiner steilen Karriere, beobachteten wir ein merkwürdiges Objekt, das durch den Raum auf uns zuflog. Niemals zuvor hatten wir etwas so Kurioses gesehen. Als wir es dann eingefangen hatten, entdeckten wir an der Seite angebracht eine Tafel aus einem gelblich schimmernden Metall. Sie nennen das Gold. In diese Tafel waren uns unbekannte Symbole und Zeichen eingeritzt. Und zwei Figuren, von denen ich heute weiß, dass es Menschen waren. Ein Mann und eine Frau. Es wurden verschiedene Spekulationen darüber angestellt, um was es sich bei der Tafel und seinem Transportgerät handeln könnte. Bald aber interessierte sich niemand mehr dafür und Tafel und Gefährt gerieten in Vergessenheit. Ich nahm die Tafel an mich und versuchte herauszubekommen, was diese merkwürdigen Zeichen wohl bedeuten könnten. Bis ich die Tafel lesen konnte, vergingen Jahre. Als es gelungen war, beschloss ich, sollte ich wirklich irgendwann einmal meinen Planeten verlassen müssen, so sollte mein Ziel jener Planet sein, der diese kleine goldene Tafel mit seiner Botschaft in die unendliche Weite des Universums geschickt hatte. Und glauben Sie bloß nicht, dass es einfach war, sie zu finden. Aber Sie haben es geschafft. Ja, obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, ob meine Entscheidung richtig war. Sie war richtig, ganz gewiss. Nun, wir werden ja sehen. Sie dürfen sich durch das Verhalten von Professor Bieler nicht verunsichern lassen. Er ist ein eitler alter Mann und er hat Angst. Das habe ich mir schon gedacht, als er die Einladung ausschlug, meine Kammer zu betreten. Außerdem ist Professor Bieler nicht Herr seiner Entscheidungen. Oberst Kiplinger, der unsere Mission hier leitet, hat ihm verboten, Ihre Kammer zu betreten. Man hat Angst vor mir. In gewisser Weise ist dieses Verhalten zu verstehen. Ich nehme an, wir auf Phaeton hätten nicht anders reagiert. Kommen Sie aus Ihrer Kammer heraus. Kommen Sie zu uns. Besuchen Sie unser Raumschiff.
Wenn ich mich auch in ihre Gewalt begeben habe, so hat mir meine Kammer hier immer noch ein Restgefühl von Sicherheit vermittelt. Ich bin ehrlich genug zuzugeben, dass es mir nicht leicht fällt, diesen strategischen Vorteil aufzugeben. Aber ich bin doch auch zu Ihnen hereingekommen. Warum können Sie das Vertrauen, das ich Ihnen entgegenbringe, nicht auch uns gegenüber aufbringen? Ich versichere Ihnen, wir kommen in friedlicher Absicht. Wir wollen Sie nur kennenlernen. Niemand will Ihnen etwas Böses. Und Sie allein entscheiden über das, was Sie tun wollen. Kommen Sie heraus. Und Sie werden sehen, wie einfach es wird, mit Professor Bilal oder Oberst Kiplinger zu reden. Tun Sie es mir zuliebe. Also gut. Teilen Sie Ihren Freunden mit, dass ich Sie morgen an Bord Ihres Raumschiffs besuchen werde. Unter einer Bedingung. Ich muss diesen Behälter mit Nährflüssigkeit mitbringen. Ohne den bin ich nicht lebensfähig. Verzeihen Sie die Umstände, die ich Ihnen mache, aber wenn ich auch wie ein Mensch aussehe, so bin ich doch keiner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein sollte, Sie und den Behälter an Bord zu bringen. Abgemacht. Morgen Nachmittag. Und jetzt bitte ich Sie, mich allein zu lassen. Die Erinnerung hat mich doch mehr angestrengt, als ich nach so langer Zeit erwartet habe. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Wortmeldung, General Pike. Ich schalte mich hier mal ein. Also, ich muss schon sagen, eine fantastische Geschichte. Und wenn Sie mit Ihrem Makrokonzern, Laurean, sich nicht so dämlich angestellt hätten. Ich bin nicht hier, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen, General. Papa, Herr Papst, so ein hirnverbrannter Blödsinn. Einem Zivilisten, einem Wissenschaftler auch noch so eine Aufgabe zu überlassen. Dazu sind wir doch da. Also ich weiß nicht, General. Ihr Mann Oberst Kiplinger hat sich ja nur auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich verbitte mir Anspielungen auf die Ehre und das Pflichtbewusstsein meines Bruders. Na, Senator. Für so eine Sache nimmt man einen erfahrenen Frontoffizier und keinen Etappenhengst. Meine Herren, wäre es vielleicht möglich, den Ablauf des Verfahrens etwas zu beschleunigen? Ich habe morgen eine Konferenz zu leiten. Meine Maschine wartet nicht. Was ich zu sagen habe, sage ich. Da lasse ich mir von niemandem das Maul verbieten. Auch nicht von Ihnen, Eminenz. Phase 9. Holographie 6-1, kodiert, an Bord der Magellan 7. Ich werde Sie vor ein Disziplinargericht bringen. Das sage ich Ihnen. Das wird Ihnen noch einmal leid tun. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Oberst Kiplinger. Seien Sie still! Halten Sie den Mund. Seien Sie froh, dass Professor Bilal sich für Sie verwendet hat. Ich hätte Sie noch heute Nacht von unserem Exterminator liquidieren lassen sollen. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Gegen meinen Befehl, die Kammer was auch immer sein mag, zu betreten. Ich war und bin der Meinung, dass Ihre sämtlichen Spekulationen Ausgeburten einer krankhaften Fantasie sind. Und dass ich von unserem Gast nichts zu befürchten habe. Was Sie ja nun auch schlecht widerlegen können. Trotzdem war es unüberlegt und riskant, was Sie gemacht haben. Sie haben nicht nur Ihr Leben leichtfertig aufs Spiel gesetzt, sondern auch das unseres Gastes. Sie haben in verantwortungsloser Weise unsere Mission gefährdet. Und die Tatsache, dass Sie jetzt hier gesund vor uns sitzen, kann Ihr eigensinniges und letzten Endes auch rücksichtsloses Verhalten nicht entschuldigen. Kraft meines Amtes entbinde ich Sie bis auf Weiteres von Ihren Aufgaben, die Professor Bilal zusätzlich mit übernehmen wird. Ab sofort stehen Sie unter Arrest. Sie werden vorerst dieses Raumschiff nicht mehr verlassen. Und auf gar keinen Fall wird Ihnen nochmals Gelegenheit gegeben werden, das fremde Wesen, das sich selbst Magister Logophil nennt, zu besuchen. Dazu wird nicht nötig sein, dass ich das Raumschiff verlasse. Bitte? Magister Cornelius Logophil wird sich morgen Nachmittag, nachdem ich ihn sehr herzlich darum gebeten habe, hier an Bord begeben, um Ihnen zu beweisen, dass er in friedlicher Absicht gekommen ist. Und er hat einzig und allein zur Bedingung gemacht, eine Wanne, in der sich die für ihn lebensnotwendige Nährflüssigkeit befindet, mit an Bord bringen zu können. Das ist nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, können Sie ja den morgigen Nachmittag wie üblich mit Ihren geliebten Roboterhuren verbringen. Es wird mir eine Ehre sein, Magister Logophil allein an Bord zu begrüßen. Er kommt hierher, zu uns. Sind Sie sicher, dass er kommt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es nicht sagen. Oberst Kiplinger, ich nehme an, dass Sie nunmehr von Ihren unüberlegten und lächerlichen Ausführungen Abstand nehmen.
Erlauben Sie mir, dass ich mich zurückziehe, meine Herren. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Und die wenigen Stunden, die uns bis zum Besuch unseres Gastes verbleiben, möchte ich mit ein wenig Schlaf verbringen. Gute Nacht. Phase 9, Holographie 6-2, kodiert, an Bord der Magellan 7. Aufwachen, Kommander, hallo, aufwachen! Was ist denn nur? Was soll denn das? Das werden Sie gleich hören. Halten Sie ihn fest. So, das wird ihn in Sekunden hochbringen. Was fällt Ihnen ein? Immer mit der Ruhe, Commander, immer mit der Ruhe. Er kommt an Bord. Wer kommt an Bord? Er kommt zu uns an Bord und bringt seine Nährflüssigkeit gleich selbst mit. Wer? Na, er. Und wer ist er? Na, er. Magister Cornelius Logophil. Wann? Morgen Nachmittag. Hören Sie zu. Sobald er hier bei uns ist, machen Sie die Schotten dicht und starten die Kiste. So einfach geht das nicht. Und warum nicht? Weil ich dafür erst die Genehmigung vom Tower brauche. Machen Sie sich nicht lächerlich, Mann, die Genehmigung. Dann starten Sie eben ohne Genehmigung. Das wird mir eine Disziplinarstrafe einbringen. Die Spritze scheint ihn zwar wach, aber nicht intelligenter gemacht zu haben. Kommando. Wenn wir diese Angelegenheit zu Ende gebracht haben, werden Sie so reich, dass Ihnen so etwas Lächerliches wie Disziplinarstrafen sowieso egal ist. Ich erwarte von Ihnen, dass die Magellan 7 ab morgen Mittag startklar ist. Sie werden sich morgen früh in Ihre Kommandozentrale begeben und diese nicht eher verlassen. Bis wir hier weg sind, ist das klar. Klar. Was geschieht mit Dr. Manara? Die nehmen wir mit. Unterwegs fällt uns dann schon was ein. Phase 10, Stereoskopie 5-3. Aldebaran 2, Code 4-4, Kennung, Asteroiden, Raumstation der Gruppe 5, Besitzer, Markov, Konsortium. Hier spricht Carlyle, erster Sekretär von Gouverneur Ibarra auf Aldebaran 2. Wir geben einen außerturnusmäßigen Bericht durch, Sicherheitsstufe 1. Der Bericht wurde von Gouverneur Ibarra im Beisein der Senatoren Karuschenko und Hammerstein abgefasst und zur Übermittlung freigegeben. Hier spricht Shelley, erster Sicherheitsoffizier auf Aldebaran 2. Gegen die ausdrückliche Weisung, den Funkverkehr so lange ruhen zu lassen, bis das vom Präsidenten angeordnete Unternehmen Aldebaran 2 zum Abschluss gebracht wurde, sehen wir uns gezwungen, die Funksperre aufzuheben, da sich hier Dinge ereignet haben, die keinesfalls mit Verzögerungen zu Ihnen gelangen dürfen. Heute Nachmittag gegen 16 Uhr Erdzeit hat die Magellan 7 unsere Raumstation mit unbekanntem Ziel verlassen. An Bord der Magellan 7 befanden sich zu diesem Zeitpunkt Commander Möbius, Professor Bilal, Dr. Manara, Oberst Kiplinger und das extraterrestrische Wesen, das sich selbst Magister Cornelius Logophil nennt. Start und Abflug der Magellan 7 vollzogen sich, ohne dass wir davon vorher in Kenntnis gesetzt worden sind. Eine Starterlaubnis vom Tower wurde nicht eingeholt und auch nicht erteilt. Mit schlimmen Folgen. Wie alle Raumstationen des Imperiums, so ist auch die Aldebaran 2 mit speziellen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die vom zentralen Terminal gesteuert und überwacht werden. Eine dieser Sicherheitsvorkehrungen ist der sogenannte Start- und Landekomplex. Dabei werden vom zentralen Terminal ineinandergreifende, sich ergänzende Maßnahmen eingeleitet, falls ein Raumschiff ohne Genehmigung starten oder landen will, beziehungsweise diese Maßnahmen vom Tower für den Start- bzw. Landevorgang nicht vorübergehend außer Kraft gesetzt worden sind. Wie wir schon erwähnten, startete die Magellan 7, ohne sich vorher vom Tower die Starterlaubnis eingeholt zu haben. Die Folge davon war: kurz nachdem die Magellan 7 abgehoben hatte, reagierten die Sensoren für den Start- und Landekomplex und der zentrale Terminal setzte die Abfangraketen in Marsch. Da Commander Möbius mit diesen Sicherheitsvorkehrungen natürlich bestens vertraut ist, wusste er, was ihn erwartete und reagierte entsprechend. Mit der größten Schubkraft, die seine Magellan 7 aufbringen konnte, raste er auf das in unserem Orbit verankerte Raumschiff des extraterrestrischen Wesens, das sich selbst Magister Cornelius Logophil nennt, zu und brachte es
zwischen sich und die Abfangraketen. Dann zündete er seinerseits eine Rakete und die Quetzalcoatl, so pflegte Magister Cornelius Logophil sein Raumschiff zu nennen, detonierte in einer gewaltigen Explosion. Unsere Abfangraketen, die mit sogenannten Wärmeleit-Scouts ausgerüstet sind, reagierten natürlich sofort und explodierten ihrerseits im Hitzeschild der verglühenden Quetzalcoatl. An dieser Stelle möchten wir noch einmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass wir seit Jahren immer wieder ergebnislos darum ersucht haben, das veraltete Wärmeleit-Scout-System gegen ein verbessertes austauschen zu können. Phase 11, Stereoskopie 7b-14. Vorschläge, die neuerlichen Ereignisse auf Aldebaran 2 betreffen. Ausgearbeitet vom Beraterstab Alpha für den Präsidenten des Imperiums. Erstens, Verlängerung des totalen Nachrichtenstopps. Zweitens, Verlängerung der totalen und umfassenden Isolation der Raumstation Aldebaran 2. Drittens, Kontaktaufnahme mit der Führungsspitze des MACOP-Konzerns. Viertens, Vorbereitung aller notwendigen Voraussetzungen für eine externe Programmierung des an Bord der Magellan 7 befindlichen Exterminators Nummer 17. Phase 12, Stereoskopie 12-3CX. In Anbetracht der Ereignisse auf Aldebaran 2 und der bisher nicht geklärten Rolle, die mein Bruder, Oberst Hans Kiplinger, dabei spielt, biete ich dem Präsidenten hiermit meinen Rücktritt vom Vorsitz des zur Abwicklung der Operation Aldebaran II eingesetzten Krisenstabes an. Gezeichnet Senator Peter Maria Kiplinger, zurzeit noch erster Vorsitzender. Phase 12, Stereoskopie 29. Telex, zentraler MACOP-Konzern an den Präsidenten des Imperiums. Euer Exzellenz, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir der von Ihnen an unsere Konzernspitze ergangenen Einladung zur Klärung der Ereignisse auf unserer Raumstation Aldebaran II nicht nachkommen können. Sämtliche für ein solches Gespräch in Frage kommenden Herren sind entweder so eingespannt, auf Dienstreise oder sonst wie unabkömmlich, dass wir uns genötigt sehen, Ihnen leider absagen zu müssen. Da es sich bei dem Asteroiden Aldebaran II außerdem um eine Raumstation handelt, die zum weit verzweigten Besitz unseres Konzerns gehört, sind wir der Meinung, sämtliche in dieser Angelegenheit notwendigen Schritte selbst entscheiden zu sollen. Ausdrücklichen Wert legen wir auf die Feststellung, dass der in dem von uns finanzierten Institut zur Erforschung und Erkundung extraterrestrischer Intelligenzen tätige Professor Bilal in eigener Verantwortung gehandelt hat. Wie wir erfahren haben, befindet sich die Magellan 7 unbeschädigt auf ihrem Kurs zu einem unserer vorgelagerten, soeben erst kolonisierten Asteroiden. Alle an Bord befindlichen Passagiere sind wohlauf und bei bester Gesundheit. Da es sich bei der Magellan 7 um einen imperialen Raumkreuzer handelt, hat der MACOP-Konzern entschieden, für sämtliche Kosten, die dem Imperium aus dem Aldebaran-Unternehmen entstehen, aufzukommen. Gezeichnet Tarkowski, zweiter Assistent, Abteilungsleiter Konzeption und Innovation im MACOP-Konzern. Phase 13, Stereoskopie 44-12CX2. Zwischenfrage, Senator Marini. Wie kommt es eigentlich plötzlich zu diesen unregelmäßigen Nummerierungen, Senator Kiplinger? Gestern ging das gleichmäßiger voran. Lieber Kollege, dieses Material wurde uns vom Sicherheitsdienst zur Verfügung gestellt. Vielleicht fragen Sie mal General Pike. Das ist doch sonnenklar. Bei den ausgelassenen Nummern handelt es sich um Material, das der Sicherheitsdienst in Rücksprache mit dem Präsidenten aus Gründen der militärischen Abwehr nicht freigeben konnte. Was soll diese dumme Fragerei? Sind Sie zufriedengestellt, Senator Maredi? Ja, schon gut. Das hätte ich mir wirklich denken können. Ich war nur der Ansicht, dass unser verehrter Laurean seine schmutzigen Finger damit drin hat. Halten Sie sich zurück, Senator. Wir sind im Besitz von Material über Ihre so reichhaltigen außerehelichen Aktivitäten, deren Veröffentlichung Ihnen und Ihrer Karriere überaus abträglich sein könnte. Phase 13, Stereoskopie 44-12CX2. Memorandum für den Präsidenten. Die Ereignisse auf Aldebaran 2 betreffend unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zum MACOP-Konzern. Nach eingehender Beratung schlagen die Mitglieder des Krisenstabes vor: Vernichtung sämtlicher Unterlagen betreffend Unternehmen Aldebaran 2. Verpflichtung sämtlicher an diesem Unternehmen beteiligten Personen, Organisationen, Verwaltungsstellen und Behörden zu absoluter Geheimhaltung. Bei Androhung schärfster Bestrafung im Fall des Zuwiderhandelns.
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedeutung, die der Makrop-Konzern für die wirtschaftliche und militärische Souveränität des Imperiums darstellt, empfehlen wir, den Vorschlag des Makrop-Konzerns betreffend Übernahme der Kosten des Aldebaran-Unternehmens zu akzeptieren. Bei Abwägung aller Fakten empfehlen wir des Weiteren, sich die vom Makrop-Konzern bezogene Position zu eigen zu machen und dem Makrop-Konzern vorzuschlagen, aus Gründen der imperialen Sicherheit und unter Betonung des übergroßen Vertrauens, das man in die Fähigkeiten der leitenden Makrop-Mitarbeiter habe, es dem Makrop-Konzern in eigener Verantwortung zu überlassen, das Aldebaran-Unternehmen zu einem glücklichen und allseits befriedigenden Abschluss zu bringen. Gezeichnet Senator Peter Maria Kiplinger, erster Vorsitzender des Krisenstabs. Senator Peter Maria Kiplinger. Ich möchte hier kurz einfügen, dass der Präsident meinen Rücktrittsgesuch nicht akzeptierte, mir im Gegenteil seine tiefe Hochachtung für die geleistete Arbeit aussprach. Stellungnahme dazu nicht erforderlich. Phase 13, Holographie 7-1, probiert, an Bord der Magellan 7. Was wollen Sie von mir? Unser Gast weigert sich, mit uns zu kommunizieren. Wenn überhaupt mit irgendjemand, dann nur mit Ihnen. Sie sind jetzt die Einzige, die ihn hören kann. Wir hören ihn ja nicht mal. Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass ich mich für Ihre schmutzigen Absichten hergebe. Sie übertreiben mal wieder. Ich übertreibe? Wie bezeichnen Sie das denn, was Sie gemacht haben? Maya... Für Sie immer noch, Frau Dr. Manara. Was haben wir denn Schlimmes getan? Das fragen Sie mich? Wir bringen ihn nur zu einem anderen Asteroiden, den die Makrop speziell für ihn eingerichtet hat. Dort können wir in aller Ruhe und ungestört sein und unsere Erfahrungen und unser Wissen austauschen. Zum Nutzen der ganzen Menschheit. Zum alleinigen Nutzen des Makrop-Konzerns, wollten Sie sagen. Auch, das leugne ich nicht. Wenn Sie was von ihm wissen wollen, sehen Sie zu, wie Sie es aus ihm herausbekommen. Ich lassen Sie dabei gefälligst aus dem Spiel. Maya, Frau Dr. Manara, jetzt werden Sie doch bitte vernünftig. So wie die Dinge jetzt liegen, ist keinem geholfen. Ihm nicht und uns auch nicht. Ich habe Ihnen gesagt, unter welchen Voraussetzungen ich zu einer Kooperation bereit bin. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Sie nehmen sofort Kurs auf die Erde... Sie informieren den Präsidenten und die Öffentlichkeit umgehend über die Hintergründe und Drahtzieher ihrer Entführung und sie erklären öffentlich, wie sie versucht haben, mich auszuschalten. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Was hindert Sie daran? Möbius, Oberst Kiplinger. Möbius ist ein Schwachkopf und Kiplinger wird schon einen Weg finden, wie er sich aus der Sache herauswindet. Schließlich kommt er ja vom Geheimdienst. Wenn Sie noch ein Wort sagen, erwürge ich Sie mit den eigenen Händen. Aber bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Die Markop es Ihnen allerdings danken wird, ist zumindest zweifelhaft. Oder sind Sie der Meinung, dass Magister Logophil seine Haltung ändern wird? Also, wenn Sie wissen, wie Sie mich ankotzen, alle beide. Was Sie getan haben, ist schon schlimm genug und Sie werden sich dafür zu verantworten haben. Wie Sie jetzt vor mir herumschleimen, das ist wirklich kaum zu ertragen. Ich will Ihnen sagen, Professor, was Sie Schlimmes getan haben. Sie haben verhindert, dass die Menschheit in den Besitz von Erfahrungen gekommen wäre, die ihr hätten helfen können, ihre Probleme zu bewältigen. Unschätzbares Wissen. Stattdessen haben sie unseren faszinierenden Gast an die Interessen eines Konzerns verkauft. Krämerseelen, die nichts mehr interessiert als ihr Profit. Zynisch und menschenverachtend. Die den Krieg lieben, weil er das Geschäft ankurbelt. Und die Kultur hassen, weil sie wissen, dass sie überleben wird. Sehen Sie zu, wie Sie damit fertig werden, aber lassen Sie mich in Ruhe. Maya... Professor Bilal, kommen Sie schnell. Ich glaube, er stirbt. Phase 14, Holographie 8-1, kodiert, an Bord der Magellan 7. Sind Sie da? Ja. Ich bin bei Ihnen. Ich kann Sie nämlich nicht mehr sehen. Was haben Sie getan? Die Nährflüssigkeit weggeschüttet. Aber warum denn nur? Ich denke, es ist besser so. Sie hätten das nicht tun dürfen. Sind Sie mir böse? Nein, ich bin Ihnen nicht böse. Erinnern Sie sich an die kleine goldene Tafel, von der ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung erzählte? Jahrzehnte habe ich damit zugebracht, die Zeichen und Symbole darauf zu entziffern. Eine mühselige Arbeit.
Wie oft resignierte ich, packte die Tafel weg und wollte sie vergessen. Doch immer wiederholte ich sie vor und machte weiter. Eine merkwürdige Faszination ging von dieser Tafel aus. Und meine Neugier und Forscherleidenschaft bewirkten das Übrige. Bis ich durch einen Zufall eines Tages den Schlüssel zum Geheimnis der fremden Botschaft in Händen hielt. Von da ab ging es sehr schnell. Können Sie sich meine Begeisterung vorstellen? Aber alles Licht wirft auch Schatten. In meinem Fall bedeutet das, dass ich meine Entdeckung für mich behalten musste. Die einzigen, wie schon ihr Name sagt, hielten sich nicht nur dafür, sondern bestanden auch darauf, es zu sein. Allein das Aussprechen einer Theorie, die das Vorhandensein von anderen ebenfalls intelligenten Wesen annahm, stand unter Todesstrafe. Mit der goldenen Tafel und seiner Botschaft hatte ich den Beweis für meine Theorie in Händen. Und ich war umso glücklicher, als nach dem Inhalt der eingeritzten Botschaft zu schließen, die Lebewesen ihres Planeten, im Gegensatz zu meinem, friedliebend und aggressionslos waren. Wissensdurstig, ja, aber nicht nur der Macht und des Profits willen. Können Sie sich meine Enttäuschung vorstellen, als ich mit den gesammelten Werken Ihrer großen Bibliothek konfrontiert feststellen musste, dass die Geschichte Ihres Planeten nicht weniger geprägt war von Vernichtung und Zerstörung? Die Botschaft auf der goldenen Tafel war also eine Lüge. Ich hätte einem spontanen Impuls folgen und ihr Sonnensystem umgehend verlassen sollen. Aber wohin? Außerdem unterlag ich dem Irrglauben, die Menschen ihrer Generation hätten möglicherweise aus den Erfahrungen der Geschichte Konsequenzen gezogen. Dies anzunehmen war ein verhängnisvoller Irrtum. Die bedenkenlose Vernichtung meines Raumschiffes und der darin befindlichen unschätzbar wertvollen Dokumente. Die eindeutigen Interessen Ihres Kollegen Professor Bilal beweisen mir, dass die zum Untergang strebenden Triebkräfte der Zerstörung und Degeneration nicht das Privileg der einzigen auf Phaeton waren. Es scheint ein unabänderliches Gesetz des Kosmos zu sein, dass wenn sich irgendwo auf einem Planeten höheres Leben entwickelt, dies nur auf eine Weise geschieht, nämlich der unaufhaltsamen Vorbereitung. Magister Logophil. Wir sind Zufall, nichts, Scheiße, die sich zum Gesetz aufwerfen will und vor nichts so viel Angst hat wie vor der Unordnung.
Scheiße. Und nichts. Er ist tot. Phase 15, Stereoskopie 53-23 VX. Abschlussbericht betreffend die Ereignisse auf Aldebaran 2 sowie den tragischen Tod aller Mitglieder der als Unternehmen Aldebaran bezeichneten Expedition an Bord der Magellan 7. Eure Exzellenz. Nach Beendigung des Staatsaktes für die an Bord der Magellan 7 so tragisch ums Leben gekommenen Mitglieder der Aldebaran-Expedition, Commander Sam Möbius, Oberst Hans Kiplinger, Professor Jeremiah Bilal, Frau Dr. Maya Manara und des extraterrestrischen Wesens, das sich selbst Magister Cornelius Logophil nannte, legen wir hiermit den von Ihnen angeforderten Abschlussbericht vor. Wir hoffen, damit im Sinn des Mottos gehandelt zu haben, dass Sie bei oben erwähntem Staatsakt an den Anfang Ihrer Rede stellten. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sämtliche vorliegenden Dokumente, soweit es sich um die Aufzeichnungen der Ereignisse auf Aldebaran 2, an Bord der Magellan und des als Quetzalcoatl bezeichneten Raumschiffes handelt, sind dem Inter-GK-7-Terminal des mit an Bord der Magellan befindlichen Exterminator 17 entnommen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Weisheit eurer Exzellenz rühmen, bei allergrößter Geheimhaltung entschieden zu haben, den oben genannten Exterminator Nummer 17 mit der für diesen Bericht so entscheidenden Fähigkeit auszustatten. Hinzufügen wollen wir auch, dass die Entscheidungen eurer Exzellenz auf die Übernahme der durch das Unternehmen Aldebaran entstandenen Kosten durch den Makob-Konzern zu verzichten, unsere uneingeschränkte Unterstützung findet. Damit betrachtet der von Ihnen eingesetzte Krisenstab seine Arbeit als erfolgreich beendet und hat sich nach Erstellung der vorliegenden Dokumentation aufgelöst. Gezeichnet Senator Peter Maria Kiplinger, erster Vorsitzender. Ich erlaube mir, diesen Auflösungsbescheid mit einem persönlichen Zusatz zu versehen. Ablauf und negatives Ergebnis des Unternehmens Aldebaran werden aller Voraussicht nach zu Spekulationen in der Öffentlichkeit führen. Es empfiehlt sich deshalb eine möglichst baldige Erklärung Ihrerseits, dass es von Anbeginn geplant war, die aus triftigen Gründen geheime Operation nachträglich in allen Phasen und allen Details vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Es bietet sich der bewährte Weg einer Untersuchungskommission an, die im Namen der Öffentlichkeit das Material sichtet. Ich verbinde mein Angebot, auch in dieser zweiten Kommission den Vorsitz zu führen, mit der Versicherung, dass das zu erarbeitende Kommuniqué in jeder Hinsicht den Interessen der Regierung sowie den Interessen aller weiteren an Unternehmen Aldebaran beteiligten Institutionen und Konsortien Rechnung tragen wird. Abschlussbericht der vom Präsidenten des Imperiums eingesetzten Untersuchungskommission. Die Hintergründe der Magellan-7-Expedition betreffend. Mitglieder der Kommission waren Senator Abraham L. Maredi, General Julius C. Pike, der in der Zwischenzeit leider verstorbene Professor Robert Godell, Dr. Skip Laurian, Ihre Eminenz Johanna Antonia und als Leiter und Koordinator Senator Peter Maria Kiplinger. Die Untersuchungskommission hat den Präsidenten vorgeschlagen, Eminenz Johanna Antonia mit der Verlesung des Abschlussberichts bei der vorgesehenen Pressekonferenz zu beauftragen. Untersuchungskommission danken dem Präsidenten für die uns erwiesene Ehre und das in uns gesetzte Vertrauen. Hiermit wird erklärt, alle bei der fälschlicherweise Unternehmen Aldebaran genannten Operation ergangene Befehle des Präsidenten sowie alle für die Sicherheit des Imperiums notwendig gewordenen Anweisungen beweisen die hohe Tatkraft und Entschlossenheit, die tiefe Weisheit und Voraussicht unseres Präsidenten.
Wir billigen zudem ausdrücklich die unter Leitung von Senator Kiplinger getroffenen Entscheidungen des seinerzeit prophylaktisch gebildeten Krisenstabs. Die Magellan-7-Expedition, deren alleiniges Ziel es war, die zum Makrob-Konzern gehörenden Asteroiden-Raumstationen zu inspizieren, fiel, das ließ sich mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen, einem technischen Defekt zum Opfer, der an Bord des Raumschiffes aufgetreten war. Menschliches Versagen ist auszuschließen. Die Gerüchte über das angebliche Auftauchen eines extraterrestrischen intelligenten Wesens haben sich als reine Spekulation erwiesen. Alle Mitglieder der Magellan-7-Expedition, Commander Sam Möbius, Professor Jeremiah Bilal, Frau Dr. Maya Manara, Oberst Hans Kiplinger, sind in Pflichterfüllung und Aufopferungsbereitschaft einem nicht vorhersehbaren tragischen Unglücksfall zum Opfer gefallen. Bis zum letzten Atemzug haben sie sich für die Interessen und für das Wohlergehen des Imperiums eingesetzt. Sie sind als wahre Helden der Raumfahrt und der Wissenschaft gestorben. Wir halten es nicht für notwendig, die für eine lückenlose Beweisführung zwar hinreichenden, aufgrund der Havarie im fernen Weltraum, aber fragmentarischen und für den Laien daher missverständlichen Dokumente der breiten Öffentlichkeit zu übergeben. Zu bedenken ist dabei auch, dass einige darin erwähnte Fakten unter Geheimhaltungsstufe 1b fallen. Eine Veröffentlichung den Interessen des Imperiums also mehr schaden als nützen würde. Wir versichern, dass Geheimdienst und Vereinigte Generalstäbe sich der öffentlichen Kontrolle durch die Untersuchungskommission vorbehaltlos und kooperativ gestellt haben. Alle Mitglieder der Kommission versichern zudem nach bestem Wissen und Gewissen, die übernommene Pflicht erfüllt zu haben. Stellvertretend für die Mitglieder gezeichnet Senator Peter Maria Kiplinger, Leiter der Untersuchungskommission. Gott schütze unser Land. Was ist das denn? Das war mal ein Exterminator Nummer 17. Sieht aber schlimm aus. Hat auch Schlimmes mitgemacht. War an Bord der Magellan 7. So sieht er auch aus. Die erwarten doch wohl nicht, dass wir den wieder hinkriegen. Verlangt auch keiner. Und was sollen wir damit? Verschotten. Na also, dann weg damit. Halt, warten Sie. Falls Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mal nachsehen, ob der Interjeta-7-Terminal nicht vielleicht auch noch zu gebrauchen ist. Ob typisch nachsehen kostet nichts. Also gut, von mir aus schließen Sie ihn mal an. Die Leib,
Wir können die Verletzten, Kollege. Schade drum. Die Exterminatoren der Reihe 17 waren das Beste, was wir auf diesem Gebiet hatten. Und bei dem sieht man nicht, die 18er sind auch nicht von Abbild. Aber lange nicht so widerstandsfähig wie die 17er. Doch wenn ich mir den hier so ansehe, die 17er Serie hat Professor Miller noch maßgeblich mitentwickelt. Da hat er ja nun auch nichts mehr von. Ich habe gehört, unser Institut soll nach ihm benannt werden. Das ist ja wohl das Mindeste, was das Imperium ihm schuldig ist. Ausschalten und verschalten. Das war's aus der Hörspielabteilung heute, liebe Spielraumfreunde, der zweite und abschließende Teil des Science-Fiction-Kunstkopf-Produktion Der Kiplinger Report von Walter Adler. Die mitwirkenden Schauspielerinnen und Schauspieler waren Dietrich Mattausch, Wolfgang Forrester, Charles Wirz, Wolfgang Hinze, Karl Lange, Melanie de Graaf, Cordula Trantow, Ernst Jacobi, Heinrich Giskes, Traugott Bure, Walter Renneisen und viele andere, Ton und Technik Peter Jochum und Birgit Ramsdorf, Regie Der Autor, Produktion Hessischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk 1984.